Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Morrowton Manor Walpurgisnacht, dem bislang noch jüngsten Teil der Morrowton Manor Reihe. Das wird sich natürlich heute aus meiner Zeitperspektive ändern, oder morgen besser gesagt, weil wir morgen den neuen Teil Zore Bizarre spielen werden, am Freitag und am Samstag. Und als Vorbereitung gucken wir jetzt gemeinsam Walpurgisnacht, ab geht's! Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zum besten Unterhaltungsfernsehen, das jetzt gerade auf diesem Sender läuft. Der Hauke, ne? Da war er noch jung. Ich liebe diesen Sound. Keine Ahnung mehr, was passiert ist. Beste Voraussetzung. Oh, der Schrei. Kriegen wir den Schrei hin? Los, ihr schreit mit. Ungefähr vom Timing her, würde ich sagen. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Pen and Paper, Spitze Stifte, Morrowton Manor, Teil 3. Oh, Hauke sieht irgendwie müde aus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben uns zu fünft hier am Tisch eingefunden. Mit mir die vier besten Spieler, die man sich nur wünschen kann. Danke, Hauke. Mittlerweile Profis. Zum ersten Mal sage ich das nicht ironisch. Das fühlte sich gerade an, als ob man mit erfahrenen Rollenspielern mal eben seinen Charakter baut. Vielen Dank. Alle grundsätzlichen Idee, was sie hier tun. Dankeschön. Und haben Fragen gestellt, bei denen ich dachte, die Frage wirkt fast so, als würdet ihr verstehen. Schnauze jetzt, du machst es nicht besser. Ja, schön, dass du da bist, Budi. Ja, danke. Schön, dass du da bist, Nils. Schön, dass du da bist, Eddie. Schön, dass du da bist, Simon. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle da seid. Zunächst die Pflichtblöcke. Ja. Hashtag Spitze Stifte. Okay. Nein, das ist dein Name. Achso, okay. Ey, seit ich viel Uber fahre jetzt in den USA, habe ich eine Menge Varianten meines Namens gehört. Okay. Na, ist eigentlich Orky oder Hawky? Orky. Ist das Awkward? Meist Orky? Orky oder Hawky? Oh Gott, das ist schon wieder passiert. Ich hatte eine Zeit auch einfach Hawky. Ey, Leute, ich kann nichts mehr sagen. Es ist so weird. Ich sage einfach nichts mehr. Ich dachte, ja, komm. Jetzt auch egal. Ja, ist auch egal. Aber nee, Hashtag Spitze Stifte auf Twitter, darüber erreicht ihr uns. Ihr könnt natürlich auch fleißig auf Instagram posten und verfolgen. Hey, Hammer. Dann heute noch. Oh, geil. Das sieht ja auch nice aus. Mark. Oh, was ist das? War da was Schönes? Hast du spät gesehen? Zeig nochmal. Geil. Mavi reingekommen. Oh, das ist wirklich geil. Geile Stimmung. Dann auf Twitter neu. Es gibt die vier Charaktere, die hier gleich verkörpert werden, jetzt auch auf Twitter. Ich habe schon gesehen, Robin hat sich ganz schön was aufgehalten. Ah, stimmt, da war was, aber da ist ja nie irgendwas gepostet worden, oder? Aber ist auch sehr unterhaltsam. Charaktervorstellung machen wir gleich, um so ein bisschen reinzukommen. Dazu ein ganz wichtiger Hinweis. Pen and Paper ist, glaube ich, mittlerweile eins der ältesten Formate. So, ne? Es läuft schon sehr, sehr lange. Mhm. Vor Senderstart schon begonnen. Ist jetzt das fünfte oder sechste Jahr, in dem wir das Ganze machen, glaube ich, Pen and Paper. Ich glaube, jetzt neulich hat es sein Fünfjähriges gefeiert. Das ist nur durch eure Unterstützung überhaupt möglich. Und diese Unterstützung ist, glaube ich, im Supporters Club auch sehr gut aufgehoben. An dieser Stelle also dafür auch nochmal Werbung. Wenn euch Formate wie dieses gefallen, in denen es so wie bei allen Formaten sehr um Unterhaltung geht, aber in dem wir vor allem seit so vielen Jahren so viele Dinge ausprobieren können und ein so aufwendiges Format auch stemmen können, dann ist das vor allem so, weil Leute sowas wie den Supporter Club eben machen, unterstützen und dabei sind. Solltet ihr das nicht sowieso schon tun, was wahrscheinlich die meisten machen, könnt ihr euch das ja gerne mal anschauen. Danke an alle, die sowieso schon dabei sind oder auch. Simon hat mal gesagt, dass der Hauke komplett durchgespielt hat. Kannst du dasselbe sagen? Wie meinst du das? Also, dass Simon weiß, wie Hauke reagiert und wie Simon sich dann verhalten muss, damit Hauke die gewünschte Reaktion zeigt? Oder wie meinst du das? Habe ich ihn durchgespielt? Nein, glaube ich nicht. Auf jedwede andere Art unterstützen, Social Media oder einfach nur zuschauen. Wir freuen uns. Jetzt habe ich, glaube ich, alles abgehakt, was so an wichtigen Randfakten gibt. Es gibt auch wieder Abstimmungen heute Abend. Die werden über die Website erfolgen. Es wird dann im Chat passieren. Wird nochmal erklärt, läuft alles wie immer. Es kann sehr gut sein, dass ich die nicht anmoderiere. Also, dass ihr einfach seht, eine Bauchbinde fährt hoch. Ich muss was tun. Da steht dann der Befehl drin, wie diese Bauchbinde funktioniert. Alles cool. Ihr macht das schon, Kinder. Wie viele davon heute Abend kommen, ist variabel. Es ist ein sehr variables Abenteuer. Also ihr entscheidet sehr viel, wo ihr wann wie hingeht und so. Und dadurch verändert sich der Verlauf dieses Abends. Ah, Open World, oder was? Ja, ne, machen wir uns nichts vor. Oben Schlauch. Open Schlauch. Ja, dazu kommt, wir spielen Morrowton Manor weiter.
Das letzte Abenteuer ist eine ganze Weile her, deswegen keine Angst. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir alle noch im Kopf haben müssen, Doch. Was genau letztes Mal passiert ist. Nur so als Randdaten, ihr erinnert euch an Herr Strauß, dass der eine Rolle spielt. Es geht um Dämonen, die Jagd danach auch. Mhm. Ihr taucht immer mehr in diese Geschichte ein. Ihr versteht auch immer mehr darüber. Wichtig ist, erinnert euch, ihr seid schon immer noch Figuren. Ihr habt ein gewisses, ja, eine gewisse Reputation. Aber ihr werdet schon auch von vielen immer noch belächelt. Also ihr könnt nicht rumlaufen und offen erzählen, wir haben gegen Dämonen gekämpft. Das glaubt euch halt. Das mache ich immer quasi. Was hat es mit diesem Open Schlauch auf sich, fragt Triceratops. Weil, das sagt man, also es ist eine Begrifflichkeit, die kommt aus dem Game One Kosmos damals, um zu beschreiben, dass es ein Spiel ist, was einem vorgaukelt, dass es eine offene Welt ist, in der man sich überall hin bewegen kann. Aber im Grunde genommen ist es eher ein Schlauch, in dem man sich entlang bewegt, der eben, wie gesagt, gar keine offene Welt ist, sondern schon auch einen vorgegebenen Pfad irgendwie dann einem aufzwingt. Das ist so ein bisschen die Definition von Open Schlauch. Also genau. Nichts anderes. Das könnt ihr tun, aber. Ich hab ein Buch geschrieben, wie Graf Thaddeus Montgomery Krumm von Bullen und Halbach zu Falkenberg den Morton Manor Fall löste. Hab ich alleine. Alleine. Habe ich dann noch mit so einem Subtitle alleine. Also jetzt mal ernsthaft. Willst du sagen, das hat nicht stattgefunden? Kriegst nicht auch so ein T-Shirt? Ich löste den Fall auf Moritan Manor und alles, was ich bekam, war dieses T-Shirt. Und eine Wohnung bei Lord Grey. Im Keller. Heute da führen wir raus. Dieses Abenteuer weiter. Ich will Richtig? Da raus. Oh, Entschuldigung. Ich muss meine Schulden loswerden. Wichtig für alle Zuschauer, ihr müsst die ersten beiden nicht gesehen haben. Keine Angst. Na, vielleicht ich würde es sehr empfehlen. Rein kulturell würde ich sagen, muss man gesehen haben. Natürlich. Aber man versteht heute Abend auch, was passiert, wenn man es nicht gesehen hat. Ich bin mir nicht sicher. Ihr verkörpert die gleichen Charaktere, wir stellen die gleich aber auch nochmal vor. Und damit haben wir, glaube ich, alle wichtigen Jawohl, let's go. Fakten und Daten erstmal abgehakt. Let's go. Wie wäre es, wenn jeder mal die anderen. Ich habe gedacht, er niest ihm jetzt vor. Oh. Ah, eine gute Idee. Okay. Was okay. hat er gesagt? So, ich hatte gerade eine sehr gute Idee. Wie wäre es denn, wenn heute mal jeder Charakter einen anderen Charakter vorstellt? Das ist eine sensationelle gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee. Ich habe eben kurz zu Eddie gesagt, als in der Pause so, ey, ich habe eine Idee. Er hat mich gerade nochmal daran erinnert, dass es meine Idee war. Ja. Finde ich auch gut. Ja, wenn dir das gefällt, ich finde, wird das eine gute Idee. Mhm. Okay. Dann darfst du beginnen. Stell doch mal Lord Henry vor. Das bin ich auch gespannt. Nun, mir gegenüber sitzt Lord Henri Grey. Er ist ein mittelprächtig aussehender junger Mann. Offensichtlich ist er aus gutem Hause, so wie ich das beurteilen kann, ist er ein wenig verwöhnt. Musste nie sehr viel arbeiten für die Dinge, die er besitzt. Das merkt man natürlich in seiner Charakteristik. Ich muss trotzdem sagen, er ist an Ort und Stelle, wenn man ihn wirklich braucht. Oft muss man ihn überreden, widerwillig, gibt der Kleinen bei. Er braucht vielleicht einfach ab und zu mal einen kleinen Tritt in den Pöpö. Pöpö? Was sind seine Stärken? So, was kann er gut? Aber da muss Hauke nachfragen, was man. Ich meine, das ist natürlich eine von absoluten Vorteilen und Niederträchtigkeiten geprägte Charaktervorstellung, dass hier der Hauke als Spielleiter nochmal nach den Stärken auch fragen muss. Das ist erschütternd. Nun, er ist. Nicht in deinen. Er ist sehr wohlhabend, er kann sehr viel Geld haben. Er hat unermesslichen Reichtum, so wie ich das beurteilen kann. Er hat eine vorzügliche Bildung genossen, das muss ich an der Stelle wirklich auch sagen. Es macht mir Spaß. Naja, Spaß ist vielleicht etwas übertrieben, aber man kann sich mit ihm auf einem gewissen Niveau unterhalten. Er ist davon abgesehen, hat er eine kleine Waffe versteckt in seinem Gehstock, er kann sich zu Wehr setzen und ich muss sagen, zwischen diesen anderen beiden ist er schon, sage ich mal, jemand, den man auch mal um Rat fragen könnte. Das ist das Netteste, was ich je von deinem Charakter über... Wow. Ich meine, es war ja auch sein Vorschlag, ne, dass wir das machen mit der Charakterbeschreibung. Das ist natürlich weiß ich nicht, ob Lord Henry das vielleicht noch abgespeichert hat morgen dann. Über irgendeinen anderen Charakter gehört habe. Ja. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Lord Henry ist also dein Charakter. Gibt es irgendwas hinzuzufügen, Lord Henry? Nun, ich würde sagen, eine ganze Menge, eigentlich alles. Aber ich möchte den Herrn Tesserak an dieser Stelle nicht erneut beschämen. Das schafft er schon ganz gut alleine.
Ich würde ja eigentlich auch ganz gerne das jetzt im Wechselspiel einfach sich gegenseitig vorstellen. Es macht in der Gruppendynamik natürlich auch Sinn, deswegen darfst du Monsieur de Tesseract vorstellen. So, das wird jetzt vermutlich sehr freundlich werden. Nun, ich bin es nicht gewohnt, Leute vorzustellen. Normalerweise habe ich dafür meine Leute. Aber es handelt sich hier um einen guten alten Freund, François de Tesseract, der vorgeblich Franzose ist. Ich zweifle diese Familiengeschichte jedoch an. Mhm. Nun, auch er kann sich hervorragend zur Wehr setzen. Ich würde es eher begrüßen, wenn er sich zur Ruhe setzen würde. Allerdings möchte er diesen Ratschlag wohl kaum annehmen. Er ist ein Chirurg, dessen Qualifikationen ich nicht einschätzen kann, da ich seine Dienste bislang nicht in Kauf nehmen musste. Allerdings ist mir zu Ohren gekommen, dass er bereits einmal den Tod an einer Leiche korrekt feststellen konnte, wonach er meines Wissens der kompetenteste Arzt in dieser Runde ist. In dieser Epoche. Er ist außerdem, das muss man wohl so sagen, jener Mitstreiter unter uns, der am wenigsten nichts kann. Und von daher ist er für mich der vielleicht einzige Gesprächspartner, auf den ich nicht sehr stark hinabschauen muss. Mhm. Er ist mir sehr ins Herz gewachsen im Laufe der letzten Abenteuer und ich freue mich sehr, jetzt auch die folgenden Ereignisse mit ihm bestreiten zu dürfen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Nun. Das war doch nett! Sehr schön, sehr schön. Was hinzuzufügen? Das ist eine sehr treffende Beschreibung. Okay. Wilson. Mein Name, sein Name ist Graf Thaddäus Montgomery Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg. Wow, ey, Respekt. Er hat sich den Namen gemerkt in voller Länge. Sagt er, nackt am Fenster stehend, ich solle doch wieder dieses Lied singen. All you need is Graf. Oh, die ändert sich. Dann zwingt er mich stets, mich an alles, was er anrichtet und tut, mich erinnern zu müssen. Dabei tue ich eigentlich alles, um nicht mehr mich erinnern zu müssen. Er ist alt, krank, gebrechlich, Rücken kaputt, Gehirn kaputt. Er ist eigentlich kein Mensch. Aber trotzdem wandelt er. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er die Wahrheit spricht oder nicht, oder ob er sie schlicht vergessen hat. Ich bin mir manchmal nicht sicher, in welcher Realität er wandelt. Was ich weiß, ist, dass er mich zwingt, an seiner Seite zu sein. Sehr gut. Er war wohlhabend, aber ich weiß nicht mehr wann. Er weiß es selber nicht mehr. Aber er lässt keine Chance aus, möglicherweise seinen Reichtum, den er immer noch fest an seiner Seite sieht, als Partner, als Lebenspartner, zu ergattern. Er hat ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben. Zumindest glaubt er das. Eigentlich hat er nur gesagt, Winston, dabei ist mein Name gar nicht so, halten Sie dieses Stück Papier in die Luft. Das habe ich getan. Nun ist er Autor. Mehr habe ich nicht hinzuzufügen. Danke, danke. Ich finde, das haben Sie auch ganz hervorragend gemacht. Mein lieber, ich möchte fast sagen, Lebenspartner, nicht wahr? Darf ich vorstellen, das ist mein hochverehrter Butler Wilkinson. Wilkinson. Er ist seit Jahr und Tag. Ist das nicht auch ein Rasierer? Ja, ne? Bei meiner Familie war er schon immer, er wurde quasi mitvererbt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer hier wen eingestellt hat. So eng sind wir schon miteinander verbunden. Er zieht mich nachts aus, legt mich ins Bett, er holt mich morgens raus, sagt, ziehen Sie sich was an. Er ist meine linke Hand, meine rechte Hand, er ist mein Gesäß, mein Rücken, er ist mein Gehirn, meine Nase und der linke Lungenflügel, den habe ich ihm entfernen lassen. Und hat der rechte. Ich brauchte einen, er hat zwei, Sie verstehen schon. Ich bin sehr reich, wie Sie vielleicht wissen, Herr Wilson ist das nicht. Wilson! Und es ist gut so. Dadurch ist die Hierarchie ganz klar hergestellt und es gibt keine Probleme. Mhm. Bei zum Beispiel, wer bedient wen? Das ist eine häufige Frage bei uns im Haus. Das haben wir gut geklärt. Nun ja, ich möchte dem widersprechen, lieber Herr Wilkinson. Sie haben in dem Versuch, Sie als Butler zu erziehen, haben Sie stundenlang vor der Wand gestanden und die ganze Zeit gerufen, was?
Ich hatte schlicht und einfach... Ich wartete auf den Unterbutler. Machen Sie denn etwa alles alleine? Ich dachte, Sie haben selbst eine Armee von kleineren Butlern. Sie müssen mir das irgendwann mal genau erklären, diese ganze Bediensteterei. Das ist mir, seitdem ich ja jetzt... Also es geht ja eigentlich um Sie, aber wenn ich kurz mal über mich reden darf... Seitdem ich dieses Buch geschrieben habe, da klingelt die Kasse aber den ganzen Tag. Diese Detektiverei, die... Ach was, ist der gar nicht mehr arm? Ist der nicht mehr finanziell von mir abhängig? Das ist natürlich jetzt eine sehr bedauernswerte Situation. Ich auch mit meinem geschätzten Kollegen Winston mache, die bringt ganz schön das Geld. Dann können Sie ja vielleicht bald mal Ihre Miete zahlen. So gut läuft es dann auch wieder nicht. Sie wissen, okay. Ich hatte einen leichten finanziellen Sturz. Ich bin gerade auf den Knien. Lassen Sie mich wenigstens ein paar Schritte gehen. Ich habe Ihnen gesagt, die Bitcoins sind keine gute Investition. Warten Sie ab, das ist eine längerfristige Investition. Machen Sie es wie Winston. Wo ist er? Das kann er sehr gut. Übrigens, sehen Sie, was er man kann. Er kann sich unsichtbar machen in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Also mir wäre es lieber, Sie hätten in Bitcoins investiert, statt in Bitcoins. Das ist mein nächstes Projekt. Interessant, dass Sie es ansprechen. Lassen Sie uns später darüber reden. Sobald er wieder da ist, ist er ja. Herr Winston, haben Sie den Tee mitgebracht? Puff. Toll. So, mehr oder weniger war es das. Das ist alles, was es über Sie zu wissen gibt. Prost. Vielen Prost, lieben Dank. Prost. Eine sehr schöne neue Tradition, sich so vorzustellen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Eine sehr schöne Idee. Ist in Wirklichkeit, falls das nicht durchkam, es war nicht meine Idee, es war Etiennes Idee. Wir machen noch mal eine ganz kurze Werbung. Ach nee. Ach so, warte mal, gibt's ja hier nicht. Dieses Schmuckstück am Ende vorstellen. Ich sag nach der Werbung noch mal schnell was dazu. Und dann starten wir in das Abenteuer Moreton Manor, Walpurgis nach den dritten. Ja, da hatten wir das zum Nachspielen, ne? Bis gleich. Hatten wir schon, glaube ich, vor dem Abenteuer gab es das schon zum Kaufen quasi. Dann konnte man das sozusagen parallel mitspielen, oder wie war das? Oder gab es das erst ab dem Abend? Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls eigentlich coole Geschichte. Herzlich willkommen zurück. Hier bei uns live aus den RBTV-Studios, Pen and Paper. Wir haben gerade die Charaktervorstellung hinter uns gebracht. Sehr, sehr schön war das, sehr, sehr schön. Wir sind eigentlich jetzt so weit, dass wir richtig ins Abenteuer starten können. Sehe ich das? Let's go. Klar, Mann. Wir haben ja nämlich gerade noch mal, an der Stelle noch mal kurz Werbung. Ihr habt es gerade schon gesehen, ihr könnt das Abenteuer, das wir heute Abend spielen, euch auch wieder bestellen. Ab jetzt im RBTV-Shop, den Link fahren wir hoch und runter in den Bauchbinden. Das ist überhaupt kein Problem. Da ist, wie eben schon gesagt, alles drin, was wir heute Abend zum Spielen brauchen. Es basiert heute Abend auf dem Tiers-Regelwerk. Wir haben quasi umgestellt, damit man mit dem Regelwerk auch spielen kann, das man sich vorher geholt hat. Und der Download-Code für die ersten beiden Moreton Manor. Das ist aber nett von uns. Das sind wir aber nette. Kennen wir nix. Und der Download-Code für die Moreton Manor Abenteuer ist auch noch dabei. Die sind noch auf dem alten Regelwerk, Hexe. Aber das gibt's gerade im Internet. Ich habe eine Hexe gesehen. Das ist eine Hexe. Da ist eine Hexe oder eine Hexe? Eigentlich gesehen. Eine Hexe. Gibt's nicht. Eine Hexe? Was? So. Wirklich. Ich würde euch jetzt so langsam ins Abenteuer holen. Ab jetzt spreche ich euch jetzt so wieder mit euren Namen an. Für aber alle, die gar nicht wissen, was ein Pen and Paper ist, nochmal mein Standardhinweis. Mhm. Was wir tun, ist ein fiktionales Abenteuer. Die Jungs hier am Tisch verkörpern Charaktere in einer Welt, die komplett erdacht ist. Alles, was in dieser Welt passiert, ist im Grunde vorgelegt, aber der Großteil wird spontan gefüllt. Also alle von ihren Aktionen werden von Reaktionen begleitet, die ich mir spontan on the fly ausdenke. Oder schlauerweise habe ich euch so sehr dahin gedrückt, dass ihr genau das macht, was ich hier sowieso aufgeschrieben habe. Alle eure Sinne bin ich. Also wenn die Spieler fragen, was sehe ich, was höre ich, was... Hat mich immer gefragt, in welchem Studio das Set aufgebaut ist. Kannst du uns das verraten? Fragt Wesley, ja, das ist, wir nennen es Haus 15, das ist halt Hausnummer 15. Das ist das Studio, wo auch zum Beispiel Du bist stattfindet oder der damals der Geburtstag, das letzte Mal, der Geburtstag. Das ist das Studio 15. Was schmecke ich, was rieche ich? Beantworte ich das für die Spieler? Alle Entscheidungen trefft ihr aber selbst, außer ich setze euch so sehr unter Druck, dass ihr keine Wahl habt. So, das Ganze als Unterhaltungsformat und an bestimmten Punkten dieser Geschichte könnt ihr mitwirken. Wenn ihr jetzt denkt, ich weiß nicht, ihr seid nicht die Einzigen, aber vertraut mir, guckt es euch erstmal an. So. Wir starten in den Prolog. Deutschland 1876. Irgendwo in einem norddeutschen Wald. Die Kutsche kämpft sich ächzend über den morastigen Waldweg. Es riecht nach modrigem Holz und feuchter Luft. Der Nebel ist so dicht, dass man außer des... Man hört ihn fast. Ich glaube, ich höre den Nebel. Er hat sehr viel getrunken. Dass man außer des Stückchens Weg, das die Laternen an der Front der Kutsche beleuchtet, nichts erkennen kann.
Selbst der fast volle Mond am Himmel ist nur als schwammiger Lichtpunkt erkennbar. Die Männer im Inneren der Kutsche sitzen in dicke Decken gehüllt auf den Bänken. Das seid ihr. Dank der Fenster ist ihre kleine Fahrgastkabine zumindest mäßig beleuchtet. Bereits seit einigen Stunden sitzen sie so, und seit der Nebel aufgezogen ist und man sich nicht einmal mehr mit einem Blick nach draußen abzulenken vermag, wurde es still. Sie alle gehen im Kopf noch einmal durch, was sie in dieser unkomfortablen Lage brachte. Erneut hatte sie die mittlerweile unverkennbar... Erneut hatte sie, die mittlerweile unverkennbar einen gewissen Ruhm erlangt hatten, einen Brief erreicht. Als Gentlemen, denn Ladies, die in all jenen Fällen zu ermitteln vermögen, die sonst niemand auch nur als Fall bezeichnen mag. Diese Reputation scheint sich nun über die Grenzen Englands hinaus verbreitet zu haben, und so erhielten sie einen Brief aus dem verschlafenen Städtchen Vince. Ein gewisser Herr Bildhoff berichtet von einem Prozess, der in eben jedem Augenblick im Ort vonstatten ginge. Es handele sich um einen Hexenprozess. Eine junge Frau werde der Hexerei bezichtigt und, obwohl auch der Verfasser des Briefes daran deutliche Zweifel hegt, scheinen alle Beweise für ihre Schuld zu sprechen. Der Brief liest sich wie folgt. Ich gebe ihn euch auch schon mal rum. Möchte jemand von euch ihn vorlesen oder soll ich? Weißt du denn schon, wo das nächste Abenteuer spielt? Nein, keine Ahnung. Ich weiß nur, wie es heißt. Soirée bizarre, aber ich weiß nicht genau, wo das spielt. Also Soirée, ich weiß nicht, ob es in Paris vermutlich, aber ich, keine Ahnung. Sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Gerhard Bildhoff und ich stehe als Ermittler im Dienste des deutschen kaiserlichen Verwaltungsbezirks Weißenthauten. In dieser Position und mit Unklarheit über die Rechtmäßigkeit meiner Kontaktaufnahme ersuche ich Sie, mich in einem Fall zu unterstützen, der von solcher Ungewöhnlichkeit geprägt ist, dass mein Verstand, wie auch der aller mir bekannten Quellen, an seine Grenzen zu stoßen droht. Eine junge Dame wird vom gesamten Ort der Hexerei bezichtigt und, so unmöglich es doch scheint, ich sehe Beweise dafür, dass dieser Vorwurf haltbar sein könnte. Doch die Logik widerspricht... Logik. Als dann auch noch Berichte über eine Kreatur namens Rafastan in meinen Besitz gerieten, fühlte ich mich an einen Artikel erinnert, den ich jüngst las. Ja, ich hörte von ihren außergewöhnlichen Erfolgen in eben solchen Fällen, die an die Grenzen des Möglichen gehen, und bitte Sie eindringlichst, mir so schnell wie möglich hier in Vince aufzusuchen. Ich hatte einen kleinen Rechtschreib. Wir haben verstanden. Ihre Reise arrangiere ich selbstverständlich. Hochachtungsvoll, G. Bildhoff. PS. Nach so vielen bitteren Worten bitte ich darum, Sie mit einem Gedicht von mir erfreuen zu dürfen. Ich nenne es eine echte Liebe. Oh, echte Liebe, du bist so gut, alt und rein in deinen Werten. Nichts dirbt der alten Tage Mut. Ich glaub, ich lass dich sterben. Danke, danke. In seiner Verzweiflung über die Unmöglichkeit dieser Situation hatte sich Gerhard Bildhoff also an unsere Gruppe gewandt. Und diese, auch von der möglichen Verbindung zu ihrem Fall auf Moreton Manor beflügelt, nahm den Fall dankend an und machen sich auf die Reise nach Vince. Just in diesem Moment kommt eben jene Reise allerdings ins Stocken. Ein markerschütternder Schrei durchdringt die Stille der Nacht und die Pferde scheuen so stark, dass die Kutsche ruckartig zum Stehen kommt. Ich denke gerade noch über das Gedicht nach. Ich habe das... Der letzte Satz, ich glaube, ich lass dich sterben, ist einfach ein richtig geiler Satz für ein Gedicht, oder? Ich habe das nicht gecheckt, warum da noch ein Gedicht steht, ob das noch später im Verlauf der Handlung in irgendeiner Form eine Bedeutung hat. Aber der Satz ist stark. Ich glaube, ich lass dich sterben. Ich wusste, dass wir diesen Brief niemals lesen sollten. Es ist doch nur ein Brief, er tut Ihnen doch nichts. Das Gedicht finde ich sehr interessant. Glauben Sie, da ist vielleicht etwas darin versteckt, ein Rätsel vielleicht? Grafmann, ich meinte nicht den Brief. Die Gruppe sitzt nun im Inneren der Kutsche. Um sie herum ist es dunkel und lediglich ein paar Eulenrufe und nun das Klappern und Poltern des Kutschers Franz, welcher Franz von seinem Sitz am hinteren Ende der Kutsche schwingt, sind zu hören. Er beruhigt die Pferde. Für euch einmal, Franz ist um die 50, Körperbau eigenwillig, hier seht ihr ihn. Körperbau eigenwillig. Sein Körper ist breit und stämmig, während seine Brust im Verhältnis dazu viel zu schmal erscheint. Er ist klein, trägt einen Kutschermantel und darunter eine Latzhose. Alles wirkt Diese Hose. Als er ist quasi eine Franzhose.
Ich lache. Alles wirkt so, als sei er etwas in die Jahre gekommen, aber keineswegs ungepflegt. Lord Henry, sein langes, graues Haar schaut auf allen Seiten unter seinem abgewetzten Hut vor. Ich habe das Gefühl, da können wir einiges einzahlen heute. Mit Zinsen vermutlich. Nun gut, wenn Sie mir was zurückzahlen können, nehme ich das gerne in Anspruch. Ihr sitzt Kann ich also mit Ihren Wortwitzen Sie denn für die Miete bezahlen? Das klingt wie ein fairer Deal. Da finden wir einen Schlüssel für. Selbstverständlich. So Wortwitze 1. Ihr sitzt also mitten im norddeutschen Wald in dieser Kutsche. Wichtig der Hinweis, das habe ich euch eben schon gesagt, aber für die Zuschauer, wir ignorieren Sprachbarrieren, einfach um das Abenteuer leichter zu machen. Ihr sprecht quasi, wenn ihr sprecht, Deutsch, Englisch, spielt keine Rolle. Ihr dürft weiter mit den Akzenten sprechen, die ihr sowieso habt. Ihr dürft euren Charakter ganz normal weiterspielen. Wir gehen davon aus, ihr könnt mit jedem in dieser Welt kommunizieren und die können mit euch kommunizieren. Einzig Sprachen wie Latein oder ähnliches, da gehen wir davon aus, dass wenn ihr das konntet, dann könnt ihr das auch weiterhin, wenn nicht, dann nicht. Nur, ihr müsst kein Deutsch sprechen. Wer kann es denn bitte nicht? Wir alle, außer Herr Winston, hier sprechen die einzige Sprache, die wirklich wichtig ist. Kunus estus sum. Lorum ipsum. So, zurück ins Abenteuer. Ihr sitzt in dieser Kutsche. Es ist sehr dunkel, ihr habt gerade diesen Schrei gehört. Was tut ihr? Ich habe einen Schrei vernommen. Bin ich der Einzige oder haben Sie ihn auch gehört? Ich habe nichts gehört. Lassen Sie mich damit in Frieden. Hat der Kutsche angehalten? Ja, der steigt schon von der Kutsche, ihr hört das. Dann hört ihr den Schrei plötzlich nochmal. Ja. Oh. Das war doch ganz offensichtlich ein Hirsch. Halt. Ein Schwein ist das. Warte. Ein Wildschwein. Nee. Wie wollt ihr das erkennen? Würfelt auf den passenden Wert oder nicht? Oh, das ist aber streng. Ich habe viele Schweine gegessen in meinem Leben. Hast du einen Wert, der das widerspiegelt? Naja, als ob ich das nicht von Was ihr tun wollt, ist das Deuten eines Tierrufs. Habt ihr diese Fähigkeit oder nicht? Also da ist er jetzt wirklich sehr streng. Man kann doch nicht alle grundsätzlichen Fähigkeiten des Menschen in dieser Skilltabelle abbilden. Strenger Hauke. Kannst du auch würfeln? Ja. Würde ich aber sagen, macht einen Sinn. Also ja, aber ich würde dir jetzt sagen, der hat bessere Werte. Okay, dann würfel drauf. Würfel auf Dämonologie. Okay, ich habe 15, aber ich habe jetzt keine Werte, auf die ich würfeln soll. Ach so, das hast du eben vergessen. Also für Dämonologie haben wir welche festgelegt? Ich dachte vielleicht nicht, aber warte, ich kann das schnell nachgucken. Manche hatten nämlich macht keinen Sinn. Werte. Wir würden auf Intelligenz, mentale Belastbarkeit. Oh, ich habe hierbei aber in MBMB. Okay. Ach, okay, dann hast du völlig recht. Das ist auch richtig. Haben. In MBMB ist richtig. In MBMB, ja, okay, dann mache ich jetzt erstmal Intelligenz. Da habe ich 10. Ne? Mhm. Einmal warte, bevor du würfelst, für alle, die gerade zuschauen, was wir jetzt tun. Simon würfelt auf einen Wert auf seinem Charakter. Ich habe für alle 10 übrigens, also okay. Es wird einfach. Er würfelt auf 3 Werte. Intelligenz, mentale Belastbarkeit. Bei er würfelt mit einem W20 ach, du grüne Neune. Und du kannst über deine Talentpunkte ausgleichen. Ich will nur für Leute, die es zum ersten Mal sehe, einmal erklären. Überbieten ist. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches Regelwerk wir da spielen. Das ist aber ein anderes Regelwerk, als in den Morton Manor-Teilen zuvor dann, oder? Schlecht unterbieten. Genau, das ist noch der wichtige Punkt. Überbieten ist schlecht, unterbieten ist richtig. Das heißt, wenn du einen Wert von 10 hast, 10 oder weniger. Ja. 20 ist ein kritischer Misserfolg also, bei uns. 1 ist ein kritischer Erfolg. Ah, das ist das Tieresregelwerk. Also ich versuche jetzt herauszufinden, was das für ein Tier ist. Und genau. Ich würfel dafür 3 Darauf Mal. Das erste Mal auf... Mit Dämonologie allerdings. Habe ich verpasst, ist das Tier ist okay. Ist das ein dämonisches Schwein oder ein stinknormales Hausschwein? Ist das Kann dämonisch? Man das essen? Ist das was wert? Also eine 10 oder drunter, jawohl. Da geschafft. Das war der erste. Das finde ich übrigens so geil, diesen Würfel-Effekt. Jetzt kommt mentale Belastbarkeit, ebenfalls 10 Super. Unter 11. Da ja, kannst du einen ausgleichen, das ist noch 14. Ja. Und das ist ja geschafft eigentlich. Ihr habt das relativ mal hoch, gucken. Ja. 15 kannst du ausgleichen, gut. Ich höre. Lassen Sie mich kurz, seien Sie nochmal ruhig, Lord Grey. Es ist kein Dämon. Es ist kein Dämon. Surprise. Das kannst du feststellen. Du bist dir ganz sicher, es ist kein Dämon. Kutscher. Ich bin mir absolut sicher. Sie kennen sich doch aus mit solchem Getier. Worum handelt es sich dabei? Du fragst den Kutscher? Ja. Sekunde. Er hat nämlich Schweinekunde zufällig. 100. Eine Frage, gute Frage. Ich würde sagen, das ist eine Sau. Eine Sau? Wir reden von dem Schrei da draußen. Mach auch ein Eber sein. Also es ist ganz sicher kein Monster. Nee. Warum halten wir denn an, France? Die Pferde haben gescheut. Wegen diesem Eber? Ich nehm's an, ja. So, Sie sind der Kutscher, Sie müssen das doch wissen. Können Sie die nicht entscheuen? Bin ich ein Jäger? Nun, warum fahren wir nicht weiter? Wir können weiterfahren, die Herren. Ja, ihr hört, wie er wieder auf den Kutschbock steigt. Nun, Wollen wir uns nicht einmal vielleicht diese Gelegenheit nutzen und uns die Beine vertreten, vielleicht nach diesem seltsamen Geräusch sehen? Mir ist es nicht wichtig. Also ihr könnt ausmachen, woher das Geräusch kommt in jedem Fall. Es ist klar aus einer Richtung erkennbar. Es ist nicht wirklich um euch herum überall. Ich meine, vielleicht ist es etwas für später, etwas zum Essen. Danke, Simon. Weil eigentlich, ich meine, wir halten an, hören Schwein und fahren einfach weiter. Das ist ja...
also ich würde nicht sagen, in der Realität würden jetzt diese vier seltsamen Gestalten aus der Kutsche aussteigen und sich durch die Dunkelheit des Waldes pirschen, um dem Schrei eines Schweines nachzugehen. Aber im Kontext, dass es ja so ein Abenteuer ist, was wir spielen, ist es natürlich schon eigentlich gegeben, auch da mal hinzuschnüffeln. Von daher, guter Einwand von Simon. Wie ist das Wetter draußen? Es ist einfach Nacht, ein bisschen neblig, aber sonst völlig in Ordnung. Aber es ist kalt. Ja, es ist Nacht, genau. Weil wir waren ja in Wolldecken. Genau, genau, schon kalt. Also ja, das kann eine Rolle spielen. Wenn du es nicht kalt haben möchtest, ist das nicht deine Lieblingsidee. Können Sie mir eventuell Ihre Wolldecke geben? Es ist ein wenig kalt und ich bin ein alter Mann. Eine Wolldecke ist nicht genug. Ihr habt alle eine, aber es ist legitim. Der ist ja legitim. Aktuell hat hier gleich einer zwei. Ich schnaufe und nehme die Decke und gehe aber langsam in Richtung seines Gesichtes. Und ich nehme es so weg, reagiere ich drücke ein bisschen doller. Meine Herren, wir sind doch hier, um ein Abenteuer zu erleben. Also lassen Sie uns ein Abenteuer haben. Liebe Leute. Auf zum Eber. Wie ist dieses Tier? Eber. Auf zum Eber. Also nicht losfahren. Also entschuldigen Sie, meine Damen und Herren. Pardon, wir sind doch hier nicht, um auf Wildjagd zu gehen. Haben Sie mal aus dem Fenster gehen. Es ist kalt, es ist feucht. Warum soll ich da rausgehen? Sonst gehen Sie doch raus. Sie sind ja schlimmer als der alte Tatterkreis. Das verbiete ich. Und ich hätte gedacht, Sie hätten etwas Spaß in Ihrem Leben. Das verbiete ich mir, Lord Grey, das verbiete ich mir. Na komm, dann zeigen Sie doch mal, dass Sie noch ein jung gebliebener Chirurg sind. Sie glauben, Sie könnten mich einfach provozieren, dass ich da rausgehe? Monsieur Tesserac, was habe ich auf provoziert? Ich bin ausnahmsweise auf Ihrer Seite. Auch ich habe keinen Spaß am Leben. Das wissen wir, Herr Winston. Nun, dann aber haben Sie auch kein Problem damit, das in Gefahr zu bringen, dieses Leben, wenn es Ihnen nun sowieso keinen Spaß macht. Ich steig tatsächlich einfach aus und gehe einfach in Richtung des Geräusches. Okay, kannst du tun. Da geh dahinter, Winston, lass ihn einfach gehen. Wir haben hier doch warm und gemütlich. Ich meine, ich finde, also in dem Moment habe ich natürlich gedacht, glaube ich zumindest, ist ja lange her, aber vielleicht glaube ich auch nur, dass ich das gedacht habe. Wenn schon Hauke so einen Hinweis, ein schreiendes Schwein da platziert, dann macht er das ja nicht ohne Grund. Und dann ist es natürlich in so einem Spiel immer auch irgendwie cool zu sagen, okay, ich folge jetzt diesem sanften Stups des Spielleiters und gucke dann mal an, was da los ist. Aber wenn ich jetzt rein das Rollenspiel nehme, dann ist natürlich, was Eddie sagt, völlig richtig, weil jetzt keiner dieser Herren würde auf die Idee kommen zu sagen, ey, ich steige jetzt aus der Kutsche aus. In der Nacht, es ist kalt und gehe irgendwie in diesen Wald, um dem Schrei eines Schweines nachzugehen. Also vom Rollenspiel her ist das komplett richtig. Und das ist halt immer so dieser Konflikt, wie sehr bleibt man in der Rolle und wie sehr versucht man halt das Spiel zu spielen und den Dingen, die einem hingeworfen werden, auch nachzugehen. Ich glaube, dass das vermutlich beides am Ende funktioniert. Es ist eher so, glaube ich, die Frage, worauf man den Fokus legt. Das finde ich ein ganz gutes Beispiel, so um den Unterschied da zwischen so Roleplay und Dinge, die passieren, voranzutreiben. Bei. Los, ich gehe näher. Okay. Ein Mann der Tat, ganz nach meinem Geschmack. Was nehmt ihr mit? Wichtig, weil einmal jetzt der wichtige Hinweis, das wollen wir jetzt im Abenteuer machen, weil jetzt haben wir gerade ein bisschen Zeit. Ihr habt ja schon eure Waffen bekommen. Ihr könnt Gepäck dabei haben. Was führt ihr mit euch? Wir gehen davon aus, ihr habt einen Koffer, in den könnt ihr jetzt ein paar Gegenstände noch packen. Und ihr habt einen zweiten Koffer, ihr könnt wirklich viel dabei haben. Bleibt ein bisschen realistisch. Emotionales Gepäck oder auch? Auch? Gerne diese zwei das tragt ihr aber auf euren Schultern. Also, ich habe einen Quad dabei. Was hast du dabei, hast du gesagt? Ein Atom-U-Boot. Ein Atom-U-Boot. Eine Laterne. Okay, dann brauchst du aber auch was zum Anzünden und Öl. Natürlich. Okay. Ich nehme die Laterne vom Kutscher, das haben wir dir gegeben. Seine? Du kannst eine von der Kutsche abnehmen, ja, wenn du das möchtest. Ab, ja. Also du musst nicht seine nehmen, das meine ich. Ich nehme eine von der Kutsche ab. Okay, kannst du machen, ja. Die brennt ja schon. Ja, genau. Du kannst sie von der Seite nehmen, aus der Halterung ziehen. Ne, also die ist, nur damit du einmal verstehst, wie die aussieht, ist jetzt quasi so eine Laterne und die hat oben ist so ein Henkel dran und aus dem geht so ein Stab, mit dem die eigentlich eingesteckt wird, nur die wackelt quasi so. Ja, die nehme ich so in die Hand. Und ich wollte nur, dass du eine Vorstellung hast. Ich habe natürlich meinen Gehstock dabei. Wollt ihr euch erstmal umsehen, wie es überhaupt euch mal aussieht? Nur mal, kommen wir erst in den Abend rein. Ja. Also, ich habe eine ziemlich hohe Auffassungsgabe. Es ist sehr, sehr neblig, aber um euch rum ist die Straße leer. Also ihr könnt erstmal nichts sehen. Der Wald ist verhältnismäßig dicht und dadurch ist es, sobald man den Weg verlässt, wirklich noch dunkler, als es sowieso schon ist. Wir reden von, ja, ist kein wirklicher Mischwald, ist schon viel Nadelgehölz und so, sehr, sehr dicht, wirklich. Ihr hört so ein paar Tiergeräusche um euch rum, ne? Man hört halt irgendwie einen Raben, man hört eine Eule.
nicht ungewöhnliche Geräuschkulisse. So. Ich habe Nachtsicht und eine hohe Auffassungsgabe. Ich gucke, ob ich irgendwas erkenne. Oh, er hat Nachtsicht? Mhm. Also in der Dunkelheit? Ja. Wie du hast Nachtsicht? Naja, er ist ein sehr guter... Herr Winston ist herausragend, weil er immer, wegen dem Geld soll er immer im Dunkeln kochen. Verstehen Sie? Und auch alles andere eigentlich im Dunkeln. Deswegen hat er eine herausragende Nachtsicht, die er mir zu verdanken hat, meiner Knausigkeit. Und ich habe eine hervorragende Nachsicht. Deswegen lasse ich Sie immer noch in meinem Kellergewölbe wohnen. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Okay. Auf was musst du würfeln? Sag dadurch sind Sie ja auch mein Nachbar. Mentale Belastbarkeit. Nimm mal den anderen Würfel raus, um einfacher ein zu Strich. Verfolgen für die Zuschauer. Nein, das war also Ihrer. 12 oder weniger... 5, knapp, ja. 7 und nochmal auf 10. Und ich habe aber ziemlich viel zum Ausgleichen. Oh! Hast du 9 zum Ausgleichen? Nee, habe ich nicht. Ah, oh nein. 8 zum Ausgleichen ist schade. Aber ja, ist ja. Du schaust dich um, du erkennst in der Dunkelheit nichts. Also, du kannst immer noch sagen, das ist so grob die Richtung, aus der es kam, aber viel zu dunkel. Also, ist wirklich selbst für dich tief schwarze Nacht. Liebe Lords, ich habe nach einem Ausweg für mich gesucht, aber keinen gefunden. Na, das sieht ihn ja ähnlich. Was tut ihr beide? Nun, Graf Mon, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich denke, 2 reichen völlig aus, um diesem Schrein nachzugehen. Oder wünschen Sie etwa auch, sich dort draußen in die Kälte und Feuchtigkeit zu begeben? Nein, warum sollte ich denn? Ich habe jetzt hier ja Winstons Jacke. Insofern geht es mir gut. Ich bin hier voll. Wollen wir etwas spielen? Ein Kartenspiel vielleicht? Auf gar keinen Fall. Möchten wir lästern über die anderen, jetzt wo sie nicht da sind? Vielleicht über Winston könnte ich Ihnen Sachen erzählen. Wir stehen noch vor der Kutsche! Jetzt seien Sie doch ruhig, Winston. Hier rede ich. Entschuldigung. Nun, Graf Mon, der einzige Grund, warum ich gefragt habe, ist, weil ich mich gewundert habe, ob Sie die Decke noch brauchen. Falls Sie auch in diesem Wagen verbleiben wollen, würde ich sagen, dann würde ich die Decke von Graf Bobby Roy, wie heißt der? Bobby Roy. Ich habe meine Decke selbst. Graf Bobby Roy, Er meint gerade, er nimmt die mit raus. Willst du die wirklich mit rausnehmen? Nee. Na, dann haben wir jetzt eben haben Sie Decken. Haben Sie das gehört? Mir scheint es so, als befinden sich jetzt 2 Schweine in der Kutsche. Würfel auf Humor. 100, also freue ich eigentlich gut. Ich meinte ihn. Alles gut. Ich würde den Counter erhöhen. Wie, warte mal, habe ich da Humor 100? Ist das nicht bei Ultracore? Das ist, glaube ich, habe ich doch nicht. Das war eine Anspielung auf Ultracore, oder? Habe ich an dem Abenteuer Humor 100? Nein. Nun. Ja. Also okay. Ich bin hierher gekommen, genau. um ein Abenteuer zu erleben. Ich gehe jetzt diesem seltsamen Schrei nach. Sind Sie jetzt dabei? Lord Grey, ich nehme hier die Lebensgefahr mit. Sie sind ein Mann der Tat. Das gefällt mir außerordentlich gut. Gehen Sie vor. Ich gehe vor. Okay. Wie gesagt, ihr konntet relativ leicht ausmachen, wo das Geräusch herkommt. Geht also jetzt in die Richtung los. Ihr beide bleibt in der Kutsche, habe ich richtig verstanden. Nur das. Das war vor Ultracore, stimmt. Naja. Ja, ist da, wo es warm ist. Völlig legitim. Jemand muss ja auch auf die Kutsche aufpassen. Stellen Sie sich mal vor, lieber weg. Lassen Sie die Pferde an. Gießen Sie mir doch auch mal. Die lassen Sie an, was meinst du damit? Ein sehr schlechter Gag. Achso. Lassen Sie die Pferde an. Das ist eigentlich ein guter Gag. Das freut mich. Wie viel PS hat diese Kutsche denn? 2,4. Oh, das sticht. Weil er dann, und dann macht er so. Okay. Ihr nähert euch dem Geräusch. Der Wald ist sehr dicht, genau. Ihr hört eure Schritte so auf diesem moosigen, sehr torfigen Boden. Also es gibt relativ viel schwingenden Widerstand. So. Und dann hört ihr wieder diesen Schrei. So von diesem Tier. Und das Ganze auch immer so ein bisschen, es wird immer klarer, in welche Richtung es geht, bis ihr vor euch im Licht der Laterne ein Tier seht. Es handelt sich um einen Eber. Ein wilder Eber, der in einer Art Falle steckt. Oh, hier hat der Tollhut auch noch. Oh, in einer Bärenfalle. Oh, dieses arme Geschöpf. Ich bin mir nicht sicher, aber ist das weißer Schaum an der Fresse von dem Eber? An der Schnauze, wie heißt das nochmal? An der Fresse. Schwer zu sagen, in der Dunkelheit ist bewegt. Es wird immer so. Der Eberrüssel, ja. Finde ich, hast du irgendeinen Wert mit Tieren? Weil sonst legitim, dass du denkst, dass es Rüssel heißen könnte. Botanik halt, ne? Mhm. Okay. Ja, okay. Möchtest du dir den genauer ansehen? Der bewegt bitte. Sich. Okay, ich erwarte eine Probe auf irgendeinen passenden Wert. Auffassungsgabe. Nee. Ich gehe von aus, sowas wie Tierkunde, auf. Jagen oder ähnliches. Du möchtest dich einem wilden Tier nähern. Kochen. Ja, komm, wir machen. Ihr versucht halt alles. Kann schon. Da würde ich schon eher Schleichen zulassen. Ja, dann nehmen wir Schleichen. Aber dann Schleichen mit einem 10er-Malus.
10er Malus. Ja, ja, das Tier hatte ich schon gesehen. Das ist effektiv nicht schlecht. Okay, aber dann habe ich immer noch 6 zum Ausgleichen. Ja, okay. Okay. Körperkraft, gut, Ausdauer und Geschicklichkeit. Gut, also du möchtest dich dem Tier nähern. Ja, sehr ein bisschen weit hergeholt, ne? Aber egal. Einmal nur scannen, was ist. Ja. So, ich möchte sehen, ist das Schaum am Mund, was ist da? Okay, ja. Okay, also 11 oder weniger. Come on. 4 ist gut, dann 8 oder weniger. 16, 6 zum Ausgleichen, 10, nicht geschafft. Okay. Ah! Gut. Du näherst dich dem Eber, plötzlich schreit er auf, reißt sich los und rennt in die Dunkelheit davon. Ups! Na, das haben sie ja toll hinbekommen. Oh Gott, ey, wie muss man sich das vorstellen? Der reißt sich los, aber das ist ja so eine Bärenfalle. Das heißt, entweder er hat sich das Bein rausgerissen oder er hat sich die Haut bis zum Knochen weggerissen und läuft nur noch mit so einem Knochen. Oh. Das war ein prima Abenteuer, Lord Grey. Das stimmt allerdings. Wir sollten den anderen davon erzählen. Ich schaue mich aber da nochmal um. Also die Falle insbesondere. Und ja, die Falle ist weg. Das Tier ist mit der Falle. Ja, er hat die aus dem Boden gerissen. Die war scheinbar im Boden verankert. Das war so eine klassische Metallfalle. So, das habt ihr noch gesehen. Könnt ihr euch aber auch nicht mehr genauer angucken, ob an der Falle irgendwas war. Aber ist da in der Umgebung, ich leuchte immer so. Du siehst halt noch so Scharspuren an der Stelle, wo es war, aber sonst auch nicht mehr. Also du kannst Spurensuche würfeln, wenn du möchtest. Ja. Das mache ich nicht. Ist weg. Okay. Gut, nachdem wir dieses fantastische Abenteuer erlebt haben, würde ich sagen, wir gehen zurück zur Kutsche. Aber wir müssen den beiden ja nicht erzählen, dass es so wenig zu sehen gab. Ja. Was halten Sie davon, wenn wir die Geschichte etwas aufpeppen? Das ist Ihr Job, Lord Grey. Einmal kurz für dich, du verlierst geistige Gesundheit 5. Du hast dich super erschreckt, als das Tier losgerannt ist. Ach so. Hab ich vergessen, sorry. Mhm. Ja. Ich ja zum Glück nicht. Das ist immer wichtig, den einen Wert behalten, ne? Das wird niedriger, aber ihr habt weiterhin den permanenten, genau, wie Gesundheit quasi. Okay. Okay, ja, ihr dürft gerne darüber reden, ob ihr gleich lügen wollt. Ja. Ihr habt die Warnung darin noch nicht gehört, dass ich eine Lügenprobe erwarte. Ja, ist kein Problem. Ja, gut. Dann gehen wir zurück, oder was? Ja, wir gehen zurück. Ja, wir gehen zurück. Okay. Du hast auch nicht Spuren lesen oder so, ne? Botanik. Spuren kann er. Botanik ist schon. Doch, das würde ich eher. Ich würde eher den Botanikwurf auf Spuren lesen gelten lassen, als Schleichen auf. Warum hat das Schwein Schaum vor dem Mund? Da, guck mal, Haukes Gesicht. Guckt euch mal Haukes Gesicht jetzt an. Das ist Haukes. Lass ich das zu Gesicht? Er denkt nach. Man sieht die Zahlen in seinem Kopf, wie sie herumgewirbelt werden. Und wie wird er sich entscheiden? Lässt es zu oder lässt es nicht zu? Ich sag, es ist sein, ich lasse es nicht zu Gesicht. Ich kann halt pflanzen. Aber Botanik ist tatsächlich, weil er sieht ja die Pflanzen, wenn sie zertrampelt sind. Wir reden von einem Nadelwald, ne? Da ist ein bisschen Moos und so. Also, das ist nicht die gleiche Fähigkeit. Botanik, ein Ast abgeknickt ist, das sieht auch nicht Botaniker. Dann würde ich Auffassungsgabe machen. Ich bin ja ein Lord. Handelt es sich vielleicht um einen Adelwald? Weil da kenne ich mich gut aus. Michael hat mir vorher schon ein paar Sachen gesagt von Gags, die er denkt, dass du ja da bringst. Noch war keiner dabei, Adelwald war auch nicht dabei. Ich spiele ein Bingo mit dir, Nils. Also, da ich ja nicht da bin, um den Gag zu hören, ist er dann trotzdem... Ah, das Schleichen war, weil er sich dem wilden Tier genährt hat. Ja, okay. Wie hoch hast du das? Hoch. Also, da ist ja irgendwas... 8. Ist ja... 8 ist viel. Ich bin dafür, das zählt. Würfel mal mit Malus von 8, aber du hast quasi nichts zum Ausgleichen. Boah. Ey, aber da ist was versteckt. 12, 10, 10. Come on. 6 geschafft, 10, 10. Come on, 2 unter 10. Oh, Mann! Eine 20. Okay, mal... Ich habe jetzt echt nochmal mitgefiebert. Okay. Das ist echt nichts. 4. Okay. Ja, worauf er wirklich kann. Du guckst dich um und versuchst irgendwas zu finden und trittst dabei leider so ein bisschen doof in das Loch, in dem eben noch die Falle steckt, verlierst 3 Gesundheitspunkte. Oh, das ist mies. Also, das Traurige ist, da ist ja was. Ja, aber ihr findet es nicht. Es gelingt dir nicht, die Spur dieses Tieres zu verfolgen. Die in gelingt der Dunkelheit. Sehr wenig. Ist einfach zu dunkel. So, ja. Und du, ja. Schade. Ich sag mal. Du hast schon deine Strafe bekommen. Lord Grey! Ich ertappe mich so ein bisschen, wie ich im Inneren mit Hauke diskutiere, jetzt, obwohl das ja gar nicht live ist. Und irgendwie versuche ich dazu zu bringen, in meinem Kopf Buddys Würfe zuzulassen, was ja einfach zum Scheitern verurteilt ist. Es wäre mir ein Wohlwollen, wenn Sie was los, würden, Nils? So doof dazu stehen und mir aus diesem Loch helfen würden. Aber. Um ehrlich zu sein, sind sie mir in dieser Pose sehr sympathisch. Also das Loch ist so, ne? Da ist es so, da kam mit der Hacke rein. Da so. Komm, ich reiche ihn beide Hand. Du stehst mit der Hacke da gerade so drin. Könnten Sie mir raushelfen? Wir gehen zurück. Okay.
Ja, für euch einmal, es passiert nichts Spannendes. Ihr hört Kindergar, herzlichen Dank. Tier, sonst eigentlich nichts, sonst verbringt ihr einfach Zeit in der Kutsche. Wenn ihr jetzt sagt, wir wollen in der Zeit was tun, jetzt die Möglichkeit. Also wir würden jetzt ausspielen, was in der Kutsche passiert. Nun, Graf Mon, ich bin ehrlich. 50% von mir sind froh, wenn das Schwein zurückkommt und nicht die beiden. Ich würde das Schwein auch sofort aufnehmen. Ihr wisst nicht, dass es ein Schwein ist. Das hat der Kutscher gesagt. Ach stimmt, ja, ist recht, Entschuldigung. Doch, ja, ja. Ich würde es sofort aufnehmen, ersetzen, würde mir einen kleinen Butleranzug anziehen und ich würde es nicht mehr merken nach 2-3 Wochen. Dann den Geruch würde ich mich gewöhnen, dass es jetzt besser ist. Ja, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich glaube, ein Schwein hat ungefähr beruflich den gleichen Ehrgeiz wie Lord Grey. Okay. Ich finde es gut, dass wir hier miteinander reden, dass wir endlich auch mal Me-Time, nur Sie und ich zusammen kriegen, Qualitätszeit. Nun, Freude ist ein großes Wort, aber wir haben geredet. Okay. Sie werde ich schon noch kriegen. Sie werden dem berühmten Montgomery Charm schon noch erlegen, mein Freund. Gut. Oder der Pistole. Gut. Wollt ihr noch? Nee, okay. Ihr kommt wieder an die Kutsche. Die beiden scheinen in einen netten Plausch verstrickt zu sein. Meine Herren, Sie glauben nicht, was wir erlebt haben. Der Geist von Jean d'Arc. Würfel auf Lügen, bevor du das ausspielst, bitte. Zusammen mit dem Schwein im innigen Liebesspiel. Würfel auf Lügen. Und daneben ein Topf voll Gold. Würfel auf Lügen! Ein Topf voll Gold? Das ist der Dumm zu genauen. Haben Sie den Topf voll Gold? Hört ihm nicht zu, er hat noch nicht gewürfelt. 9. 14, kann ich ausgleichen. Achso, auf was habe ich eigentlich geworfen? Auf Charisma? Nein, auf Lügen. Achso, ja. Das ist Charme, ich 13. Ja. Also minus 1, kann ich aber ausgleichen, ja, Charme, weil ich noch 15 habe. Dann hast du wahrscheinlich geschafft, ne? Ja, auch ausgleichen. Geschafft. Okay, du darfst lügen. Der Geist von Jean d'Arc, ihrer Nationalheldin, im innigen Liebesspiel mit dem Eber. Sie wälzten sich im feuchten Schlamm und, so wie ich es sah, genossen sie es beide, dieses Liebesspiel. Und daneben ein großer Topf voll Gold, der einem älteren Herren zu unermesslichem Reichtum verhelfen konnte. Ich kenne da auch einen. Ein fantastischer Anblick. Schade, dass sie nicht dabei waren. Wo genau war das denn noch? Graf Mon. Eigentlich weiß ich ja alles über Sie, aber haben Sie zufällig Spuren lesen? Wo diese Frage, wo genau war das denn nochmal? Das gefällt mir sehr gut. Wie er das auch ausgespielt hat. Brauchen Sie dann doch die Hilfe des Grafen? Ich kann nichts. Nein, kann ich nicht. Ich habe eine Frage. Nun, diese Jeanne d'Arc, wie sah sie aus? Nun, sie war wunderschön. Ja. Sie war so schön wie eine Marmorstatue. Von Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Von Da Vinci. Ihr Dekolleté war prächtig. Und ich dachte, da. In ihrer Fahne hielt sie die Tricolore. La Tricolore. La Tricolore. Magnifique. So würde ich mich schreiben, wenn ich das Französisch so bin. Erinnere ich mich an sie. Es ist genau, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Ich muss zugeben, ich wäre gerne mitgekommen, um dieses einzigartige Spektakel zu sehen. Nun, wie sind die Chancen, dass sie noch dort ist? Ich weiß es nicht, aber Worte reichen nicht aus, um diese Szenerie zu beschreiben. Ich bräuchte einen Poeten oder zwei. Oh. Jawohl. Und sie sagen die französische Nationale. Lord de Meur. Hallo, so. Ihr hört, wie Franz anfängt, die Marseillaise oder was war das? Ja, ey, ich mag das ja, wenn man, ich meine, das war jetzt natürlich zugegeben, das ist ein ziemlicher Bullshit, aber wenn man dann auf so Bullshit eingeht, dann kann es ja doch ganz lustig werden am Ende. Und es freut mich, dass sie dann da auch noch mitmachen. Entschuldigung. Wir fahren. Ja. Schade. Aber das war ein sehr schönes Abenteuer. Nun, ich kann nur hoffen, dass diese Erscheinung vielleicht noch einmal auftaucht, dort, wo wir hin sind, bei diesem
Herr Bildhoff, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was uns genau erwarten wird, aber spätestens seit unserem letzten Abenteuer auf Moridon Manor glaube ich ja, dass alles passieren kann. Ich glaube niemandem mehr und keinem. Alles ist ein potenzieller Feind, außer euch Jungs um mich herum. Ich habe gehört, dass in Deutschland der Stamm der Hoffs von niederer Herkunft ist und mit über wenig Talent verfügt im Allgemeinen. Das ist interessant. Es gibt diverse Hoffs. Ja, was ist denn unser Plan? Was ist denn unser Gameplan, wie der Franzose sagen würde? Wir kommen da nun an und dann? Auftrag annehmen. Wir Geld werden kassieren. Gucken. Wir werden uns mit diesem Bildhoff treffen und gucken, was er uns anzubieten hat. Ich meine, wir wissen ja nicht. Glauben Sie an Echsen? Ich habe noch nie, ehrlich gesagt. An Echsen? Selbstverständlich glaube ich an Echsen. Nein, eine Echse, meine ich. Eine Echse? Ja, Echse. Meinen Sie sowas wie ein Chamäleon? Nein, eine Echse. Ja, also meine Verflossene, meinen Sie? Nein, ich meine... Woher kennen Sie denn die Labourelle? Die Labourelle? Bisschen zurück, meinen Sie Ängste? Nein, ich meine eine Echse. Ängste! Er meint doch offensichtlich Äxte, womit man im Wald das Feuer holt. Ich habe Angst vor Äxten. Nein, ich meine, entschuldigen Sie. Wer nicht? Monsieur, ich meine eine... Existenz! Echse! Sie haben Angst vor der Existenz? Echse! Wer hat das nicht? Zauberei! Auf einem Besenstiel fliegen Sie durch die Welt! Zauberei, meinen Sie? Ja, dann sagen Sie das doch eine deutlich! Echse. Weibliche Zauberei nennen wir das hier. Weibliche Zauberei auf einem Besenstiel. Sie wissen doch, was ich meine. Eine Echse. Ja! Er meint eine Hexe. Ach, er meint eine Hexe. Das Wort ist... Der Buchstabe ist H. Arsch! Ja! Arsch! Sagen Sie es noch mal mit mir. Zusammen. Arsch! Nun, Monsieur Tesserac, sagen Sie, heute holte Hubert 100 Hupen. Nun, ich lasse mich hier nicht weiter. Ohne Pippen? Die Kutsche poltert rein. Ich wusste nicht, dass das jetzt kommt. Habe ich das nicht irgendwann neulich schon mal gesehen? Wo habe ich das denn schon mal gesehen? Ehrlich gesagt, dachte ich, dass war das bei Instagram? War das schon mal ausgekoppelt? Okay, da habe ich das gesehen. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, das wäre im letzten Abenteuer schon gekommen, weil ich diese Szene schon noch präsent hatte, aber das war bei Instagram, hat Rocket Beans das gepostet. Da habe ich das gesehen, okay. Ja, natürlich lustig. Die Kutsche poltert weiter und kämpft sich über den Waldweg, bis unsere Gruppe endlich in das kleine Örtchen Winz einfährt. Es ist düster und niemand ist auf der Straße. Aber gut zu wissen, ich hatte eine Ex-Freundin, die Labourelle heißt. Vielleicht kommt die nochmal wieder. Straße zu sehen. Tiefe Dächer hängen über den Eingängen der kleinen Stein- und Holzhäuser. Irgendwo wühlt sich eine Ratte zwischen schlafendem Vieh durch den Unrat, während eine Katze noch überlegt, ob sie diesem Biest wohl gewachsen sein dürfte. Als sie noch versuchen, die dunkle Aura des Ortes einzufangen, kommt aus einem der größeren Häuser plötzlich ein Licht hervor. Ein dicklicher Mann trägt eine Laterne vor sich her und kommt recht gehetzt auf die Kutsche zu, die nun zum Stehen kommt. Sollten Sie nicht bereits vor Stunden hier sein? Alles schläft und ich muss noch Essen aufsetzen. Sowas! Raunt die Gestalt den Kutscher an. Das war's. Ihr kommt zum Stehen. Das ist die Situation gerade. Also wer hat das gerade gesagt? Ein Mann, der ist... Möchtest du beschrieben haben, wie er aussieht? Ja. Okay. Es handelt sich um Franz. Um Richard. Auch? Richard ist der Wirt des hiesigen Gasthauses Kraft. Er betreibt das kleine Gasthaus allein, seit seine Frau vor einigen Jahren überraschend erkrankte und dem Wahnsinn verfiel. Letztlich verschwand sie spurlos und bis heute gibt es immer mal wieder Berichte, man habe sie im Umland gesehen oder sie habe sich gar den Hexen auf dem Berg verkleidet. Sie sich manchmal als Jeanne d'Arc? Richard ist groß, gut gebaut und 37 Jahre alt. Er trägt eine Glatze und hat einen langen, teils ergrauten Bart. Seine Hände sind riesig und schwielig von der Arbeit an Herd und Haus. Er hat stets Augenringe, weil ihm der Schlaf seit Jahren abhanden gekommen zu sein scheint. Wir gehen davon aus, wenn ihr solche Infos kriegt, die habt ihr zum Beispiel vom Kutscher bekommen. Also, ne, wenn ich euch solche einfach gebe, gehe ich davon aus, wir sparen uns eine Konversation. Gut, ja, der steht jetzt vor euch, Richard. Und was hat er nochmal gesagt? Richard Kraft hat gerade gesagt, dass ihr eigentlich schon vor Stunden hier sein sollt. Alles schläft schon, er musste jetzt extra noch Essen aufsetzen. Er ist nicht so gut gelaunt.
Liebster Richard, Sie wissen es, Zeit, Geld. Insofern haben Sie ja eigentlich sogar was gespart. Vielleicht können Sie dann dafür als Ersatz nicht beim Essen sparen, denn wir sind hungrig. Wir haben einen weiten Weg hinter uns. Für Sie immer noch, Herr Kraft, aber gerne, kommen Sie doch rein. Ich bringe Ihr Gepäck aufs Zimmer. Das ist sehr nett von Ihnen. Sie sind noch ein Mann mit Charme und der weiß, wo er steht und zu stehen hat. Das finde ich schön. Danke, Herr Richard. Okay. Ich habe mich bedankt und dich beleidigt. Wo ist das Problem? Ja, ich überlege gerade, ob. Aber nee, er hat nicht die geistige Kapazität einzufangen, dass er beleidigt. Und Keks. ja, okay. Wollt ihr weiter mit ihm reden oder wollt ihr aussteigen? Ihr habt noch nichts getan. Ihr sitzt noch in eurer Kutsche. Die Tür des Gasthauses steht offen. Frühstückskeks. Ja, erstmal aufs Zimmer und das Gepäck abholen. Ich würde noch einmal gucken, bevor man reingeht, so die Straße so links und rechts, was da so zu sehen ist. Also, ihr steht in Vins. Vins ist ein kleiner Ort, ja, winzig wäre jetzt übertrieben, aber es ist schon ein verhältnismäßig kleiner Ort, sehr verschlafen, gerade für euch, die an die Stadt gewohnt sind. Ihr seht auf der Straße wirklich niemand mehr. Man muss aber auch sagen, es ist spät. Also es ist wirklich seit mitten in der Nacht angekommen. 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens, schwer zu sagen. Auch durch den Zwischenstopp nochmal hat sich's verschoben, schwer einzuschätzen. Der Ort selber, ja, hat sehr viel deutsche Walddorf-Ästhetik so. Also viele Häuser sind auch schon so, ne, mal ein bisschen verzogen, stehen schon eine ganze Weile, scheint ein sehr alter Ort zu sein. Ist wie gesagt nicht so klein, schwer einzuschätzen, wie groß jetzt in der Dunkelheit, aber man sieht an der Dichte der Häuser in diesem Bereich, das ist schon, hat eine Kernortschaft und ein bisschen Außenbereich, ja. Sonst wisst ihr über den Ort einfach noch nicht viel. Ihr habt vorher so ein bisschen recherchiert, habt ungefähr einen Eindruck, wie groß der Ort ist. Ihr wisst, es gibt ein Rathaus zumindest. Also ja, ihr seid in einer Art Stadt mit einem eigenen Verwaltungshaus oder Verwaltungssitz. Mhm. Ja. Und ihr seid jetzt eben, wie gesagt, steht vorm Gasthaus. Ist da noch was los im Gasthaus? Ja, ihr seid noch nicht drin. Ach so, ja, geh rein. Ja, okay, ja, ihr kommt in das Gasthaus. Das Gasthaus ist ein eher karger Raum. Es brennt ein Feuer im Kamin, was ganz nett ist. Im hinteren Teil des Raums gibt es so einen Tresen, eher niedrige Decke, alles so ein bisschen, ne? Groß ist der Raum nicht. Also es stehen so 3 Tische in diesem Vorraum, an einen könnt ihr euch sitzen. Es stehen aber auch Stühle vorm Kamin bereit. Das Feuer lodert. Es ist verhältnismäßig warm. Wesentlich wärmer, als es in der Kutsche war, auf jeden Fall. Also was euch natürlich gefällt. Über dem Kaminfeuer hängt ein Eberkopf. Aha. So, während ihr reingeht, Kraft rotiert. Er und der Kutscher Franz bringen eure Sachen nach oben. Ist so eine kleine Treppe auf der linken Seite, so wie die hier führt, so relativ steil nach oben und die schleppen und schleppen und schleppen Koffer für Koffer. Sind das die einzigen Personen, die noch da sind? Mhm. Sonst seht ihr gerade niemanden. Ich würde gerne den... Ich schnauze die Packer an. Passen Sie doch auf, in dem einen ist eine Ritterrüstung, die ist noch ganz frisch. Dass da keine Schramme reinkommt. Man muss immer gucken bei den Bediensteten. Ne? Ist schwer, heute gute Leute zu kriegen. Die schauen dich ein bisschen an, murren so ein bisschen, aber schleppen weiter. Ich würde gerne Richard fragen. Also, du gehst gerade auf Nummer sicher, dass Spucke in deinem Essen ist. Immerhin Essen, es sind mehrere dann. Zum Richard. Glück vorkostet ja immer der Herr Bediensteten. Wo ich gerade diesen prächtigen Eberkopf. Ich weise nochmal darauf hin, er hat euch eben schon darum gebeten, ihn Herr Kraft zu nennen. Herr Kraft. Ihr seid nicht Freunde. Also einmal für den sozialen Standard, es ist völlig normal, hier jeden zu siezen, auch für euch. Ja, ist völlig okay, ich will euch nur darauf hinweisen, Geflogenheit gibt vor, dass es, wenn er sich als Herr Kraft vorstellt, ist er Herr Kraft. Ist es schon legitim, dass du das anzweifelst? Ich einfach nicht gewusst, ich bin ein alter Mann. Ich will nur sagen, es wäre auch völlig legitim, das anzuzweifeln. Zu sagen, für mich ist das Richard, das ist ein Bediensteter und der kriegt keinen Nachnamen, so kann man machen, ist hier aber nicht so. Fünfer. Alles freie Menschen. Wilson. Herr Kraft, wo ich hier gerade den prächtigen Eber über Ihrem Kamin erblicke, ein ganz fantastisches Exemplar. Danke. Kann es sein, dass Sie diese Schweine mit Fallen im Wald jagen? Also bitte, das wäre Wilderei, das ist verboten. Ach, das ist verboten. Wer würde denn so etwas tun? Wilderer? Denn Sie müssen wissen, auf unserer Reise hierher, da ist uns doch tatsächlich so eine Falle unter die Augen gekommen und ein ganz fürchterlich weinendes Exemplar, diese, wie heißen sie, Schweine, befand Eber? Sich dort drin. Ja, Eber ist das Wort. Und wir haben dort Jeanne d'Arc gesehen. Also ich sag's, wie es ist. Voll Gold. Ich sag's, wie es ist. Wenn das die Polizei mitkriegt, also erlaubt ist das nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Da, vielleicht sollten Sie am Morgen mal nachsehen. Ich gebe es weiter. Danke. Das macht dann 4 Taler. Kannst du mal versuchen. Ne?
Ja, ich mein Charakter setzt sich so schon mal vor das Feuer, so die müden Knochen mit den zwei Decken auch. Wert Kraft geht, also Gast wird Kraft geht jetzt hinter diesen Tresen und ihr riecht schon das Essen. Ah. Herr Kraft, haben Sie unter Umständen etwas Alkoholisches für meine Nerven? Ein Moment! Bin gleich bei Ihnen! Also du hörst, dass er in der Küche noch rum. Aber nur vom Guten, ja, nicht die Grabschware. Schön von ganz oben holen, den Likör. Du hörst was plätschern. Ich hol's von ganz oben. Also hörst du für anderthalb Minuten, hörst du wie so... Was freue ich mich darauf? Ja, er bereitet offensichtlich das Essen zu. Ich gehe in die Küche. Was? Achso, ja, okay, doch, du für dich sagst, ja, okay. Was machen Sie hier? Herr Kraft, ich kann Ihnen gerne zur Hand gehen. Aber doch nicht einer von den Herrschaften. Welches Glas war nochmal das für den Grafen? Das hier. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Während du spuckst, hörst du das Platschen nicht mal mehr. Das ist mehr so, als ob man einen Löffel Pudding... Ich nick ihm einfach zu. Ich nick ihm einfach zu und halte die Faust hin. Er, nimm beide Fäuste hoch. Und ich gehe einfach wieder. Einmal für dich wichtig ist, ihr seid Bedienstete sind ja auch nicht alltäglich. Also er weiß nicht, dass du ein Butler bist. Das wollte ich damit ausdrücken. Ah. Du hättest ihm quasi, musst ihm erst erklären, das wer du bist, warum du in die Küche kommst. Weil das ist für ihn nicht normal, dass jemand einen Butler hat. So. Herr Kraft, ich vielleicht entschuldigen Sie. Ja. Also er hat bestimmt schon mal von Bediensteten gehört, aber er kennt nicht an deiner Kluft, das ist ein Butler. Okay, verstanden. Guten Tag, Herr Kraft. Mein Name ist Earl D. Wilson. Ich reise mit diesen Herren eher aus Zwang. Was genau können Sie uns denn eigentlich über den Herrn Bildhoff sagen, der uns nun hier in ihr kleines Städtlein eingeladen hat? Und außerdem auch die komplette Gaststätte bezahlt und das Essen. Ja, gut angezogen, schicker Schnurrbart, teure Brille, redet ziemlich hochgestochen. Können Sie ein Beispiel machen? Ich bin Herr Bildhoff. Machen Sie das Essen auch ja deliziös? Gibt es vielleicht Wachteleier zum Frühstück? Ja. Ich erkenne diese Zunft. Ja. Okay, wo ist denn das Anwesen von Herrn Bildhoff? Es ist weit weg. Der schläft oben. Ja, Herr Bildhoff ist oben. Der ist nicht von hier. Ach, der Herr Bildhoff ist gar nicht von hier. Nee. Ah. Der ist vor ein paar Wochen angekommen. Ah. Wissen Sie denn, von wo er gekommen ist? Nee. Kaiserliches irgendwas hat ihn geschickt. Zahlt gut. Mm. Gut, ich gehe wieder. Tschüss. Okay. Sekunde. Haben wir, Regie, haben wir das Essen schon? Und dann wollen wir vorher eine kurze Pause machen. Essen? Kriegen wir da jetzt Essen angeliefert? Guckt euch mal, alter Schwede, schaut euch mal die Gesichter an. Simon so, hat hier in der Hand, was hat er noch irgendwas anderes zu essen? Denkt sich so, was kommt denn da jetzt noch? Eddie so, what? Richtig weit aufgerissene Augen. Wir sind sehr konzentriert und Hauke, guckt euch diese kindliche Vorfreude an. Was kommt denn da jetzt? Ah, okay, gut, dann können wir auftischen. Wir können auftischen. Nachdem du aus der Küche kommst, merkst du auch, er hat das Essen gerade auf die Teller. Er stellt euch eure Getränke schon mal hin. Oh, da vielen Dank. Das ist aber viel. Da haben sie mir aber einen extra Schluck. Du musst schon relativ weit kippen, damit überhaupt so klockt. Moment, warten Sie, Herr Graf, warten Sie, bevor ich muss erst testen. Kommen Sie. Ah, das leere in einem Zug. Ist ein bisschen zäh, aber gut. Tim, meine Damen und Herren, Danke, Tim. Einmal auch nur an der Stelle nochmal ein Riesenlob an den Setbau wieder und an alle Leute hier drumherum wuseln, die uns jetzt die Gulaschsuppe mit Essen verkündigen. Ja, ich denke. Nein, vielen Dank. Vorsichtig mit dem Tablett, Tim. Das haben Sie sehr okay gemacht. Ich finde, das machen Sie vorzüglich. Ist da irgendwas drin? Möchten Sie vielleicht Graf sein? Möchten Sie seinen Job haben? So, es könnte sein, dass in einem von eurem schon ein Hinweis schwimmt. Ich weiß nicht, ob Tim das überhaupt wusste, dass er das da reintun muss. Falls nicht, sage ich es euch. Regie, was ist es jetzt geworden? Habt ihr es mir geschrieben? Ich hab's gelesen. Gut. Graf Mon, du möchtest. Sie möchten gerade in ihre Suppe das langen. Das riecht so gut, das esse ich ohne hinzugucken. Ich gucke in Richtung Küche. Er macht Wein! Das ist ein ordentlicher Rotz. Das ist doch. Graf Mon, Ihnen fällt etwas in Ihrem Essen auf. Mach mal auf. Du hast eine Sicherheitsperle, die schwer zu verschlucken ist da rein.
Soll ich das nun? Oh, das ist ja widerlich. Keine Angst, wurde vorher gereinigt. Machen Sie es doch mal. Oh. Das ist ja widerlich. Einfach. Wer bin ich denn, dass ich hier in meinem Essen herumgrabbele? Haben wir irgendwie ein Tuch, damit ihr das halt... Nichts erniedrigt mich schon, mehr als Ihre Person. Ja, tu einfach da auf den Teller, genau. Zack. Jetzt lesen Sie schon. Ja, Moment! Machen Sie es doch nicht so spannend. Moment! Also, wichtig ist, da ist ein Gegenstand drin. An. Einmal, bitte, da ist ein Gegenstand drin. Ach so, also, ein Gegenstand. Das haben wir nur vereinfacht, weil das ein großer Gegenstand wäre. Was? Es ist im Essen? In deinem Essen liegt eine Alraune. Oh. Ah, das sind auch so eine magische Pflanzen, die kenne ich von Harry Potter. Menschlichen Kindes erinnert, also relativ große Wurzel, gehört nicht ins Essen. Herr Winston? Ja? Können Sie mal herausfinden, wer mir dieses vermutlich tödliche Artefakt ins Essen geschmuggelt hat? Es kann ja nur der Koch gewesen sein. Ja, die schmeckt's. Zack, zack. Ich untersuche die Alraune. Hast du Botanik? Habe ich. Nein, würfel mal auf Botanik. Da untersucht er die Alraune, dabei habe ich ihm meinen Job gegeben. Wie hoch hast du es? Auf 8. 7. Ah, das wurde sogar gevotet. Ja, doch, würfel mal trotzdem, aber um. Ja, da ist Alraune schon spannend, finde ich. Spannender als Perle. Das wollte ich gerade sagen. Das kann ich ausgleichen. Ich habe noch 4. Oh, salzige Heringe. Kleiner Funfact. Ich höre das gerade zum ersten Mal. 18, schon wieder nicht geschafft. Harry Potter ist es drin. Harry Potter ist es drin. Ja, in dem Harry Potter sind sie. Buddy, wisst ihr noch die Zeiten, als Buddy elektronische Würfel GmbH war und er eigentlich jede Würfelprobe, also natürlich bei Risiko, wenn es gegen die Gruppe geht, gewonnen hat? Und jetzt, wo wir sein Würfelglück benötigen für die Gruppe, kriegt er nichts mehr gebacken. Also es scheint mir schon so zu sein, dass das ein sehr selektives Würfelglück ist, was immer dann zum Vorschein kommt, wenn es nur ihm persönlich hilft. Das ist schon außergewöhnlich. Ja, ich habe es wieder nicht geschafft. Das gibt's nicht. Hast du es nicht geschafft? Nein! Du hast doch 18 Punkte zum Ausgleichen. Nein, 7. Ja, aber ich habe jetzt 10 Bonus. Achso, dann doch. Okay. Wie kann denn das? Okay, also einmal für dich. Die Alraune, auch der Alraun, wurde früher als Aphrodisiakum, Narkotikum und schmerzstillendes Mittel, teilweise als halluzinogene Droge genutzt. Mhm. Diente aber auch als Zauberwurzel. Eine Vergiftung führt zu einem Anticholinergen-Syndrom. Die Symptome umfassen Hautrötung, trockenen Mund, Unruhe, Schläfrigkeit und oder Halluzinationen, Verwirrtheit, Pupillenerweiterung, Herzrhythmusstörung sowie komatöse Zustände und Bewusstlosigkeit bis hin zum Tod durch Atemlähmung. Aber nur wenn man zu viel nimmt, wenn man nur ein bisschen knabbert, ist es ganz geil, oder? Genau, man kann wenig konsumieren, das weißt du schon. Es ist nicht zwangsläufig tödlich und es liegt eine ganze Alraune im Essen. Ich würde sagen, wir teilen uns die Alraune, ne? Jeder hat nun eine. Nee. Oh, Simon! Hast du die halbe Alraune? Also genau, okay. Ich kenne mich aus. Einfach alles rein da. So viel, dass es nicht zum Tode führt. Aber zu Partylaune. Okay, ja, er isst die Alraune. Ja. Mhm. Nom, nom, nom. Ja gut, ich nehme sie aber dann an mich sozusagen. Mhm. Den Rest. Den Rest der Alraune, ja. Okay, ja, ihr dürft essen, wenn ihr möchtet. Ja, dankeschön. Mhm. Und dann gehen wir aber jetzt in eine ganz kurze Pause, damit die Jungs hier schmausen können. Ihr seht, mir hat's richtig geschmeckt. Wir sind gleich wieder da, wenn es weitergeht mit Moritan Manor, Walpurgisnacht. Schmause mit Pause. Ich habe keine Ahnung mehr, was jetzt noch passiert. Wir haben das letzte Mal ja diese Kurzzusammenfassung gesehen, da habe ich noch ein paar Hinweise zu erhalten. Aber jetzt hier gerade kein. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Pen and Paper Moreton Manor Walpurgisnacht. So, ihr habt gerade in eurem Essen, das ihr gerade vergenussferkelt habt, habt ihr was gefunden? Eine Alraune. Du hast die halbe aufgegessen, die andere Hälfte hast du noch. Ihr sitzt also jetzt auf euren 4 Stühlen vom lodernden Feuer. Es ist verhältnismäßig warm, eure Sachen wurden schon reingeräumt. Ihr hört den Wirt noch so ein bisschen herumfuschen hinterm Tresen in der Küche. Was wollt ihr tun? Es ist spät, ihr seid schon auch müde, aber ihr fallt jetzt nicht vom Stuhl. Ich würde den Richard gerne noch mal was fragen. Ja, kannst du ihn einfach ansprechen. Kann ich werden. Wer Kraft? Okay. Ja. Uns ist zu Ohren gekommen. Hier gab es einige seltsame Vorkommnisse. Ich hörte das Wort durch die Gassen raunen. Hexerei. Was können Sie uns denn dazu sagen? Alles dummes Zeug. Ja, wirklich? Ach, alles Quatsch hier. Jeder ist angeblich hier eine Hexe. Aber ich muss gestehen, die Tia, ganz geheuer ist sie mir nicht. Die Tia? Tia. Tia.
Was ist denn da vorgefallen? Sag sie mal, guter Mann. Alles Mögliche, was die alles gemacht hat. Leute verhext soll sie haben, Kind entführt. Also, da fragen Sie am besten morgen mal den Ermittler hier. Ja, aber gibt es denn dafür Beweise? Das kann man doch nicht einfach so behaupten. Naja, irgendeine Verhandlung hat wohl stattgefunden, aber da fragen Sie wirklich den Falschen. Na. Aber wie ist denn die Stimmung hier im Ort? Naja, schauen Sie mal raus, ne? Mittelmäßig, also alles Kacke. Ich kenne dieses Gefühl. Also sind Sie ja nicht gerne. Oh, seit meine Frau weg ist, dann gehen Sie auch weg. Was ist denn mit Ihrer Frau geschehen? Ja, also ihr wisst vom Kutscher, dass die einfach verschwunden ist. So. War das auch eine Hexe? Muss ich auch nicht drüber. Also bitte. Naja, ich weiß es doch nicht. Ich frage Sie doch nur. Kann doch sein, dass Sie mit einer und dann mir... Ich wäre völlig einverstanden damit. Du trittst ihm gerade wirklich zu nah. Da gehe ich extra einen Meter weiter weg. Das ist schon eine krasse Beleidigung, oder? Wenn man, also wenn eine Hexe so das Schlimmste ist, was es zu der Zeit gab, und dann fragt man so, ist Ihre Frau eine Hexe? Das ist schon auch, ja, schon ein bisschen beleidigend. Ich wollte damit nur sagen, dass ich vollkommen verstehe, dass die Liebe dorthin fällt, wo sie eben hinfällt. Verstehen Sie? Und wenn Sie mit dem Eber, das wäre mir auch egal. Also, was? Ich bin doch auf Ihrer Seite, Mensch. Winston, klären Sie das doch mal. Ich verarbeite direkt zu Pulver am Lagerfeuer. Was? Ja. Er grindet irgendwie. Mit was? Ja, mit meinem Mörser natürlich. Du hast keinen Mörser. Herr Kraft, hätten Sie zufällig einen Mörser? Ja, in der Küche. Ich dürfte mir diesen Mörser vielleicht ausleihen? Ja, sicher. Danke sehr. Ich gehe in die Küche. Ja, Kraft geht nach oben. Um nochmal auf meine Frage zurückzukommen. Was ist mit Ihrer Frau geschehen? Das hat er nicht beantwortet. Das wollte er nicht beantworten. Psst, lass sie in den Mann. Sorry, wenn das nicht ist. Das wollte er nicht beantworten. Wahrscheinlich war sie eine Hexe. Sie wissen doch, wie das ist. Also, ihr wisst, dass die verschwunden ist. Er wollte darüber aber scheinbar nicht reden. Also, er wirkte verletzt. Auf jeden Fall. Nicht sein Lieblingsthema. Nun, Monsieur Kraft, sind die Zimmer denn soweit fertig? Ich wäre dann bereit für ein Nickerchen. Ja, das Zimmer ist... Sie müssen leider alle... Also einer von Ihnen hat ein Zimmer, die anderen müssen im Schlafen. Gut, ich bin unterwegs in dieses Zimmer. Auf gar keinen Fall. Da ist der Herr Tesserach, okay. Das ist doch nicht. Entschuldigen Sie bitte, Sie sind ein Jungspund, haben Sie ein bisschen Respekt vor dem Alter. Sie haben während die beiden streiten, gehe ich tatsächlich einfach schon hoch mit meinem Mörser und lege mich ins Bett. Sie bröseln doch gerade noch irgendwas. In der Küche. Sie können nicht überall alles machen. Sie können mich gar nicht mehr sehen. Also, Sie schlafen dann alle im Schlafsaal. Guten Abend. Ich bin schon oben. Ja, okay. Du findest zwei Türen und er geht gerade in die dritte Tür. Also sein Schlafzimmer ist er offensichtlich, geht er gerade rein. Links steht eine Tür offen, da drin ist ein Raum, stehen fünf Betten drin und die andere Tür ist verschlossen. Also du wolltest jetzt da oben nicht in die Küche gehen, richtig? Nee, ich habe gedacht, ich wäre schon in der Küche. Achso, nee. Das, okay, dann, sorry. Entschuldigung. Herr Kraft. Der ist weg. Der ist oben in sein Schlafzimmer. Okay, jeder ist jetzt also auf dem Weg. Bayer Libo, herzlichen Dank. Der ist auf dem Weg in die Küche, deswegen frage ich euch gerade nochmal, weil ihr habt noch nichts gemacht. Er hat einfach nur Herr Kraft nochmal angesprochen. Okay. Der ist weg. Der ist jetzt oben. Ich starre ins Feuer und sage: Leute, habt ihr schon mal eine Alraune gegessen und danach die ganze Zeit ins Feuer gestarrt? Das ist ein ganz seltsames Gefühl. Aber ich kann nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich glaube, ich bleibe die Nacht über hier. Ich halte das für eine gute Idee. Das müsste jetzt nur noch Tesserak auch machen und dann sind wir, glaube ich, alle gut bedient. Nun, ich könnte Ihnen etwas Desinfektionsmittel geben zum Schnüffeln. Ich glaube, ich bin bedient. Wollen Sie nicht etwas von der Alraune? Und dann summen wir hier zusammen durch das Feuer. Herr Tesserak, ich denke, es wäre unverantwortlich. Schließlich haben Sie doch den hypochondrischen Eid abgeleistet, wenn Sie diesen älteren Herrn in seinem angeschlagenen, berauschten Zustand hier ganz allein vor einem tödlichen Feuer sitzen lassen. Ich denke, das lässt sich mit diesem Eid nicht vereinen. Feuer ist Sie Leben. Doch am besten bei Ihnen. Machen Sie ihm das hier gemütlich. Ich werde derweil oben ins Bett gehen und schlafen. Also du bist ins Bett gegangen? Ja. Okay. Ich dachte, da ist schon Winston. Was möchtest du tun? Der geht noch in die Küche. Klar. Du brauchst auch hoch. Okay. Und gehen in das Einzelzimmer. Es gibt kein Einzelzimmer. Das hat er so halb erst beim nach oben gehen, hat er euch klar gemacht. Was für Zimmer gibt es denn? Es gibt drei Türen. In eine ist er gegangen, eine steht offen, die hat er gerade zugeknallt. Das heißt, du stehst jetzt einfach vor drei verschlossenen Türen. Du weißt nicht, welche deine ist. Und das ist dieser Schlafsaal scheinbar. Und die dritte weißt du nicht. Also für dich, dein Charakter, kommt gerade diese Treppe hoch und steht vor drei verschlossenen Türen. Okay, öffne ich die erste. Okay, erstmal so. Ganz links gibt es eine ist schräg links vor dir und eine ist rechts am Ende des Flurs. Ja, die erste, an der ich vorbeikomme, gucke ich rein. Die erste kommst du auf die schräg links zu, machst die auf, liegt er im Bett.
Und was sehe ich in dem Raum? Es stehen 5 Betten drin, kleiner Schreibtisch, es gibt ein Fenster. Oh, sehr schönes Art, das hier gerade eingeblendet wurde. 2 Betten aber zusammengeschoben, damit ich mehr Platz habe. Okay, das kannst du aber nicht alles in 10 Sekunden gemacht haben. Komm, jetzt mach weiter. Ja, ich fall ständig neue Sachen. Ich bin gerade dran. Ja. Er kann gar nichts gerade machen. Du kommst in den Raum, er schiebt gerade 2 Betten zusammen. Oh. Okay. Das ist eine Einladung, würde ich sagen. Ja. Gut, also ich gucke ja in den Raum rein. Ja, genau. Dann sehe ich ihn schlafen. Dann mache ich die Tür wieder zu und gehe zum nächsten Raum. Weil ich will ja. Okay, dann der nächste wäre quasi der links von dir. Ja. Ist verschlossen, die Tür. Ist verschlossen, okay. Also zur nächsten Tür ist auch verschlossen. Okay, dann sag ich. Ich schließe ab. Oh Mann, ey. Nein, jetzt nimm doch auch nicht alles. Ja, ich weiß. Nicht zu. So, okay, dann ärgere ich mich. Ey, das ist so gefährlich, wenn man da irgendwie mal. Das ist halt, wenn dieser Impuls, irgendeinen dummen Spruch zu drücken, ne, das ist ja auch ein Stück weit vermutlich, ich kann das ja mit einem Krankenschein oder so irgendwie auch legitimieren. Wenn ich mir das irgendwie bescheinigen lasse, das gibt ja auch so sicherlich irgendwelche Syndrome. Und dann müssen die mir das ja durchgehen lassen. Weil ich kann jetzt ja nicht einfach das unterdrücken, aber es ist natürlich auch nicht alles immer so, dass es dann in der Handlung auch umgesetzt werden soll. Das ist nicht so einfach. Hallo! Und dann gehe ich da rein. Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, Lord Grey, als diese Räumlichkeit mit Ihnen zu teilen. Hören Sie auf, Betten zu verschieben. Na. Ich kletter über diese 2 Betten, weil das sind ja dann noch weitere Betten. Mhm. Und bereite mir das so. Das so. Okay. Dann spielen wir einmal bei dir aus. Bei dir. Was sehe ich dann in der Küche? Gleich weiter. Ist das eine normale Küche? Ja, du kommst in die Küche. Ja, ist ein relativ enger Raum. Es gibt in der Mitte so eine Art Kücheninsel. Einfach alles ist vollgestellt. Es ist jetzt nicht, ist nicht modern, eher so dörflich, aber es ist verhältnismäßig sauber. Also ist jetzt schon, kann man aushalten. Es steht ein großer Topf mit Eintopf immer noch auf dem Herd. Der ist aber, das Feuer ist, ne, glimmt noch so ein bisschen. Er hat das für die Nacht halt, hat den Ofen geschlossen, aber will den halt am Glühen halten. Hm. Ja. Sehe ich ein Fleischermesser irgendwo? Ja. Gut, interessiert mich nur. Ich hol mir den Mörser. Okay, du musst ein bisschen suchen. Dann suche ich nach dem Mörser. Okay. Würfel mal auf Auffassungsgabe. Und wie viel erleichtert? Ich meine, es ist warm und. Ja, es ist aber auch dunkel und ein Ort, den du nicht kennst. Würfel mal auf Auffassungsgabe. Okay, 8, also, come on. 12. Das ist eine 16, gleiche ich aus mit 4. Ich habe noch 4 zum Ausgleich und jetzt zweimal. Und. 12 ausgeglichen, 12 oder weniger. Oh, geschafft. Oh, wow. Budi. Du entdeckst auf dem Boden winzig kleine Fußabdrücke. Also es sind nicht mal richtig Füße. Es sieht eher aus wie also kleine Punkte, die vom Herd zur Tür gekommen sind. Also man sieht aber, dass es irgendwas in Schritten. Es sind quasi, als wären so 2 Finger über den Boden gelaufen. Mhm. Und dann. Das ist es. Sind halt so ein paar Abdrücke auf dem Boden, die halt nach draußen führen, hinten. Vom Herd zur Tür. Mhm. Es gibt so eine Tür hinten raus aus dem Haus und da führen die hin. Also welches die Gangrichtung war, kannst du ohne Spurenlesen nicht ausmachen, aber da ist eine Spur. Also vom Herd zur Tür ist auf jeden Fall eine Spur mit so kleinen Tritten. Genau. Interessant. Den Mörser findest du auch. Ja, dann nehme ich den Mörser. Mhm. Und bearbeite tatsächlich einfach die Alraune, um sie zu Pulver herzustellen. Mhm. Ja. Okay, ja. Wo möchtest du das tun? Das mache ich in der Küche. Okay. Gut. Du sitzt vorm Feuer. Ja, das ist herrlich. Und ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal vor einem echt so schön warmen Feuer. Es ist, als könnte ich das Feuer. Als würde es mit mir sprechen und ich höre es. Es ruft, es redet mir, es teilt mir Geheimnis, es redet über Winst. Tatsächlich beginnt es zu reden. Was? Es beginnt tatsächlich. In den Flammen erscheint plötzlich die Gestalt einer jungen, rothaarigen Frau. Oh. Hallo, werte Dame, ist es Ihnen da nicht zu heiß in diesem Kamin? Danke, dass du gekommen bist. Nur du kannst verstehen, was hier vor sich geht. Traue niemanden. Nimm dich vor der Weide in Acht. Gib ihm nicht die Klinge. Weide. Und dann hast du auf einmal eine ganz blitzartige Vision, wie jemand dir eine Klinge mit einem roten Griff in die Rippen stößt. Und dann erwachst du aus der Vision. Du sitzt wieder vor dem Feuer, das Feuer lodert und du bist völlig
Winston! Winston, ich glaube, ich hatte gerade einen Herzanfall. Schreien. Kommen Sie her, Sie müssen eine Akupressur betreiben. Winston! Komm, ich hoffe, es war ein Herzanfall. Wollen wir runterrennen und gucken? Genau, ihr hört das auch. Ihr hört seinen Schrei auf jeden Fall. Ich glaube, haben Sie das auch vernommen, Lord Grey? Ich glaube, der Eber ist ins Haus eingedrungen. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Eber war oder Jean d'Arc. Wir sollten auf jeden Fall nachsehen. Ich will diese wunderschöne Gestalt sehen. Okay. Ja, ihr lauft nach unten. Okay. Was machst du? Nur einmal, dass ich... Alles in Ordnung, Grafmann. Also gehst du in den Nebenraum oder redest du aus dem Raum? Ich bin mit von der Küche wieder in den Raum gegangen, aber hab Mörser weiter. Mhm. Du läufst und trittst auf einmal auf was. Und als du es aufhebst, findest du eine Glasperle. Ah, das wäre die zweite Option gewesen, oder? Was in der Suppe hätte schwimmen kommt können. Nach unten, ihr kommt die Treppe nach unten. Ihr seht ihn vorm Feuer sitzen. Ich glaube, er ist so zurückgelehnt, völlig außer sich. Sonst seht ihr im Raum erstmal nichts. Grafmann, ist alles in Ordnung? Können Sie mich mal... Hören Sie, was ich sage? Oh, Doc, können Sie mal schauen, ob alles in Ordnung ist? Ich habe das Gefühl, ich habe einen Geist gesehen. Machen Sie mal kurz den Mund auf. Es ist alles in Ordnung. Herr, Hermann, ich habe eine Frage. Haben Sie gerade Jean d'Arc gesehen? Es war eine Frau und sie sah sehr, sehr gut aus, würde ich sagen. Es war eine alte Flamme. Sie hat mich an eine alte Flamme erinnert. Sehr gut. Weil sie im Feuer war, wissen Sie ja. Sie haben sie ja nicht gesehen. Im Feuer. Einmal den Gag und dann nach dem Gag. Okay, haben Sie das gehört? Im Feuer, diese Gestalt, die Sie vorhin im Wald gesehen haben, war die auch im Feuer. Also zumindest ist damit die Frage beantwortet, ob sie heiß war. Aber ob sie Jean d'Arc war, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe sie schließlich nicht gesehen. Ich weiß es auch nicht. Hatte sie die französische Nationalfahne in der Hand, die Tricolore? Lassen Sie mich kurz überlegen. Nein, ich habe keine französische Nationalflagge und auch das Lied nicht vernommen. Es waren Flammen, sie war... Ich weiß noch, es war ihr heiß, sie schwitzte, es rannte ihr den Busen herunter. Ich fixierte mich einen Moment darauf und dann vergaß ich, was sie sagte. Sie im Mund bewegte sich, aber ich hörte nicht mehr richtig zu. Sie meinte irgendwas von Vince, irgendjemand, irgendwas. Ich sage euch, das ist Zauberei. Ich glaube nun auch, dass es hier mit Hexerei... Können Sie sich noch an Einzelheiten erinnern, was sie gesagt hat? Irgendetwas. Ich kann mich echt nicht erinnern, glaube ich. Es muss doch irgendetwas in Ihrem Kopf hängen geblieben sein. Naja, jetzt lassen Sie mich doch. Ich saß hier. Ich versuchte mir einen Reim zu machen auf diesen Reim. Oh, echte Liebe, du bist so gut, alt und rein in deinen Werten. Ich dachte mir, Werte, was sind schon Werte? Nichts dirbt der alten Tage Mut. Da steckt etwas darin, sage ich Ihnen. Ich glaube, ich lass dich sterben. Warum sollte jemand seine alte Liebe? Und in dem Moment erschien sie mir. Vielleicht ist da eine Kombination. Vielleicht. Ich kann euch nicht helfen. Liebe Lords, ich habe diese Murmel gefunden. Murmelte er. Ja, es ist eine Glasperle, auf jeden Fall, ja. Es ist eine Glasperle. Es sieht aus wie eine Murmel. Ich wollte jetzt nicht dir widersprechen. Es ist eine Glasmurmel. Ja, toll für Sie. Herzlichen Glückwunsch. Ich erzähle Ihnen hier von einer Dame, die im Feuer mir erschienen ist und Sie kommen hier mit Ihren Glasperlen. Dürfte ich diese Glasperle mal ganz kurz unter die Lupe nehmen? Bitte sehr, Monsieur. Ich setze mein Monokel und gucke mir die genauer an. Das erinnert mich an Ihre Glöbeli. Es ist auf den ersten Blick. Wer hat, habt ihr gerade was von dem Monokel gesagt? Ich. Dein Monokel oder sein Monokel? Ja, absolut. Okay, weil wir haben nämlich, in der letzten Folge hatte Simon dieses magische Monokel, mit dem man irgendwelche astralen Spuren lesen konnte. Brille halt. Er hat aber ein magisches Monokel. Ne. Magisches Monokel. Ja, das haben wir vergessen, ne? Haben wir alle vergessen. Auch ich habe es tatsächlich. Ich gucke es mir nur mit einem normal. Einfach nur, du hast das Gefühl, es bewegt sich was im Inneren. Monokel. Nun, hier scheint sich irgendetwas... Also das wabert so, als wäre wie bei so einer klassischen Glasperle, wo man halt im Inneren irgendwie so ein was zieht, damit so ein bisschen Dekoration drin ist. Aber das scheint sich fast zu bewegen. Darf ich kurz mal mit meinem Monokel da reingucken? Hier. Damit ihr die Hinweise nicht vergesst. Mitkriegt, was wir ich höre dir zu. Ne? Darf ich kurz mit meinem Monokel... Ich beobachte das Monokel. Mit dem Monokel gucke ich mir das an. Mit dem magischen, ne? Ja, es leuchtet. Da ist Magie am Werk. Oh, es leuchtet. Sie wissen, was das heißt, Magie. Passen Sie auf, was könnte das sein? Ich bin mir nicht sicher. Gut, das Böse, das ist wertvoll. Da scheint irgendetwas im Inneren zu waben, als ob es lebt. Halten Sie das von mir fern. Zeigen Sie doch mal her. Ja, Sie brauchen das Monokel, Mensch. Ah ja, danke schön. Ja, jetzt leuchtet's. Sobald das Monokel aufsetzt, leuchtet es. Sabalot. Man möchte fast meinen, es wäre eine kleine Sonne. Interessant. Liebe Lords, ich habe eine Information für Sie.
Als ich auf der Suche nach dem Mörser war in der Küche, sind mir kleine komische Spuren aufgefallen. Vielleicht ist das Gehirn von Graf Mon abgehauen. Man weiß es nicht, aber es sind sehr, sehr kleine Spuren. Oh. Wollten wir vielleicht mit dem magischen Monokel diese Spuren einmal untersuchen? Das halte ich für eine unglaublich clevere Idee. Das wäre doch ein Abenteuer. Ja. Gib sie doch mal her. Na gut, dann nehmen Sie es doch. Ich laufe mit. Aber wenn wir was am Ende im Buch, schreiben wir das so, als wäre ich vorangelaufen mit dem Monokel. Selbstverständlich, wie immer. Okay. Entschuldige, was hast du? Entschuldigung, ich habe gerade was nachgelesen. Ich muss hier nebenbei oder was anderes machen. Hat das Monokel und sucht die Spuren. Ach so. Ah, ja, die leuchten auch. Entschuldigung. Meine Herren, die Spuren leuchten. Ich werde jetzt den Pfad der Spuren ablaufen. Ich muss sagen. Ja, die führen bis zur Tür und dann draußen verlaufen die sich. Also, die werden immer schwächer und schwächer, relativ kurz nach der Tür schon und sind weg. Meine Herren, hier verlaufen sich die Spuren leider ins Nichts. Wollen Sie selbst einmal Also du sehen. Stehst in so einer Gasse hinter dem Haus. Ihr könnt da, steht da jetzt alle. Ihr könnt in beide Richtungen theoretisch weg. Es liegt so ein bisschen Unrat rum. Ne? So typische Sachen, die man halt hinter seinem Haus aufbewahrt. Aber diese Spuren gehen bis zu einem gewissen Punkt und hören dann einfach auf. Wie kann das sein? Wie können Spuren einfach aufhören? König Noss, herzlichen Dank. In die Luft erhoben und ist weggeflogen? Oder hat ihn jemand genommen? Wenn es ein kleiner Mensch ist, hat ihn vielleicht jemand in die Tasche gepackt? Du verlierst übrigens geistige Gesundheit. Aber warum? Warum sollte ich an geistiger Gesundheit? Du, deine Vision, die dir fast einen Herzinfarkt gegeben hat, verlierst 15 geistige Gesundheit. 15? War schon ein heftiger Schlag für dich. Somit bin ich nun unter der magischen 100 ein sehr schlechter Wert. Ihr spürt übrigens alle auch so langsam, die Müdigkeit macht sich breit. Also es ist jetzt wirklich, ne, es ist 4 Uhr, 5 Uhr morgens, ihr habt alle nicht geschlafen. Nun, ich würde sagen, wir gehen jetzt vielleicht alle mal auf unsere Zimmer. Ein bisschen Schlaf würde uns vermutlich allen gut tun. Wenn Sie nichts dagegen haben, Monsieur, würde ich gerne die Murmel an mich nehmen und heute Nacht noch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ja, aber das Licht bleibt aus. Ja, aber die Murmel hat doch ihr Licht nicht schlafen. Die Murmel hat ihr eigenes Licht. Haben Sie das denn nicht gesehen? Nun, wir werden sicherlich eine Möglichkeit finden, die Murmel lichtdicht zu verstauen. Ja, das will ich doch schwer hoffen. Ich gebe Ihnen mal das Monokel. Da können Sie dann sich das die ganze Zeit angucken. Gut, danke schön. Ja. Okay. Monsieur, Entschuldigung. Ich sage gute Nacht. Und ich gehe mit der Murmel und dem Monokel aufs Zimmer. Und meiner schläft schon vor dem Feuer. Ah, du willst vor dem Feuer schlafen? Ja, ich bin schon längst eingeschlafen. Okay, geh mit hoch. Ich geh auch schlafen. Ich geh auch hoch und schlafen. Okay, als ihr alle im Zimmer seid, klopft es auf einmal noch mal kurz an der Tür. Ja, das gibt's doch nicht. Graf Mon, was ist los? Können Sie sich endlich mal entscheiden, wo Sie schlafen wollen? Entschuldigung, die Herren, die hatte vielleicht was. Herr Pelthoff hat mir gesagt, ich soll Ihnen noch so ein Gedicht. Ich habe mir das hier zum Schlafen. Eine falsche Sehnsucht in einer Zeile wachet, Wunsch, Sehnsucht, süße Sünde, wer wohl als letztes lachet, wenn Wahrheit ich dich finde. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber in der zweiten Zeile heißt es, irgendwas zwischen den Zeilen. Warte mal. Als letztes lachet. Wunsch, Sehnsucht, süße Sünde. In einer Zeile wachet. In einer Zeile wachet. Das muss doch ein Hinweis sein, dass zwischen den Zeilen da ist irgendwas versteckt. Wunsch, Sehnsucht, süße Sünde. Wunsch, Sehnsucht, süße Sünde. Wunsch, Sehnsucht, süße Sünde. Wer wohl als letztes lachet, wenn Wahrheit ich dich finde. Ja, das ist vielen eindeutig. Dank, ich sehr viel besser eine falsche Sehnsucht, hieß das Gedicht. Mhm. Ja. Und so weiter. Gute Nacht. Vielen Dank. Könnten Sie sich vielleicht an meinen nichts verraten, bitte. Mir das langsam säuselnd vorlesen, damit ich besser den Schlaf finde, weil wissen Sie, diese Murmel leuchtet und ich die Akustik hier drin ist wirklich grauenvoll. Gute Nacht. Das stimmt. Und ihr hört ihn über den Flur in sein Zimmer schlurfen, die Tür abschließen und nochmal checken, ob die abgeschlossen ist. Herr Tesserak, was hat das da auf sich? Sie Franzosen, Sie sind doch gut in Poesie. Warum will dieser Herr Bildhoff uns ständig mit seinen verworrenen Zeilen nerven?
Das ist eine gute Frage, Lord Grey. Es ist möglich, dass er uns vielleicht eine Geheimbotschaft mitgeben möchte, die nur wir in der Lage sind zu entschlüsseln. Es ist leider so, dass ich dieses Gedicht nicht entschlüsseln kann. Ich bin sehr enttäuscht. Nun gut, vielleicht wird der morgige Tag Antworten mit sich bringen. Können wir das nochmal hören, oder? Ich kann es euch nochmal vorlesen. Mhm. Eine Sekunde. Eine falsche Sehnsucht heißt das Ganze. Mhm. In einer Zeile wachet Wunsch, Sehnsucht, süße Sünde. Wer wohl als letztes lachet, wenn Wahrheit ich dich fünde. Ich habe keine Ahnung. Aber Zeile. Da muss in den Zeilen ja was versteckt sein. Vielleicht sind das Hinweise darauf, wo man suchen muss. Das ist zu schmal. In einer Zeile wachet Wunsch, Sehnsucht, süße Sünde. In einer Zeile wachet. Das heißt, da wartet etwas in einer Zeile. Das muss doch irgendein... In welcher Zeile? Was würde Bertolt Brecht dazu sagen? Wer wohl als letztes lachet, lachet. In Wahrheit ich dich fünde. Mhm. Eine falsche Sehnsucht heißt das Gedicht. Gut, du schläfst vom Feuer natürlich völlig erschöpft sofort ein. Also du bratzt sofort weg. Und auch ihr jetzt auf dem Zimmer, Schlaf ist überfällig und dementsprechend fallt ihr alle relativ schnell und entspannt in einen tiefen Schlummer. Bis ihr am nächsten Morgen vom Krähen eines Hahnes geweckt werdet. Danke. Ihr erwacht also in eurem Zimmer. Ihr seid verhältnismäßig ausgeruht. Also ihr habt das Gefühl, ja, haben schon mal besser und schon mal länger geschlafen, aber es ist jetzt, weiß Gott, keine Katastrophe. Die Nacht auf dem Stuhl ist für deine alten Knochen jetzt nicht die ideale Lösung gewesen. Das sagen Sie. Gucken Sie mal, wie ich aufstehe. Also du wirst den Tag über mit... Ich kenne den Gag nur einmal, weil ich habe nur diesen... Ich weiß. Also das war er. Das war der Moment. Hä, den habe ich nicht gecheckt. Du nur einmal, wie ich aufstehe. Also du wirst den Tag über mit... Ja, okay. Du wirst den Tag über mit Rückenproblemen zu kämpfen haben. Ich hab doch schon. Minus 20. Ich weiß, ja, du hast schon Rücken, aber jetzt hast du Doppelrücken. Bekomme ich Lebensenergie wieder zurück? Ja. Also, und mental, geistige Gesundheit auch? Du hast nur wenig verloren. Geistige Gesundheit nicht, nee. Okay. An einem fremden Platz. Also ja, sonst, aber hier in dem Fall nicht. Ja, ihr wacht auf, ihr riecht von unten schon irgendwie aus der Küche, das ja, Essen wird scheinbar zubereitet, es könnte Frühstück geben. Liebe Lords, wie mir scheint, gibt es hier nur drei Zimmer. Ich versuche einfach mal, die Tür von Herrn Bildhoff aufzusuchen und ihn direkt zum Gespräch zu fragen. Vielleicht sitzt er schon unten beim Petit Déjeuner. Riechen Sie das nicht? Das ist doch der Duft von frischem Butter. Butter. Der Croissants. Ja. Das wage ich zu bezweifeln, dass wir hier in Winz gute Croissants haben. Ich gehe trotzdem zu der Tür hin und klopfe. Mhm. Keine Antwort. Ich versuche die Tür zu öffnen. Warte, Sekunde. Lass mal kurz nachgucken. Die Tür. Ich bin gar nicht sicher, ob die verschlossen ist oder nicht. So türsüchtig, wie du bist. Mhm. Türsüchtig. Dann versuche ich bei der anderen Tür zu klopfen. Auch keine Antwort. Du hörst halt unten aber auch rumpeln. Irgendjemand ist schon unten auf jeden Fall. Okay. Aber ist verschlossen. Dann gehe ich jetzt runter. Ja. Okay. Also ich auch. Ja. Okay. Ihr kommt nach unten. Du hörst jetzt auf der Treppe Schritte, kommst zu dir. Es ist relativ kalt geworden im Raum. Das Feuer ist scheinbar erloschen. Also, man hat es wieder in Gang gebracht. So. Ja. Ich habe die Decken reingeworfen. Okay. Also es brennt noch, aber ne, war jetzt nicht die erholsamste Nacht. Aber du kommst zu dir, du hörst hinter dir Leute die Treppe runterkommen. Links von dir wuselt jemand in der Küche und rechts von dir sitzt jemand am Tisch. Ist das schön, mit Menschen im Hause aufzuwachen. Das ist etwas ganz Neues für mich. Ich bin Herr Bildhoff. Nein. Oh, Sie sind erwacht. Wie erfreulich. Hallo, werter Herr. Ich habe mir Ihren Namen gemerkt. Kraft. Nicht wahr? Vor dir sitzt ein ganz anderer Mann. Hallo. Sie sind ein völlig anderer Mann. Haben Sie den Herr Kraft gesehen? Vor dir sitzt ein Mann, äußerst geschmackvoll gekleidet. Mitte 40, mit penibel frisiertem Schnurrbart. Wir können hier mal zeigen. Das Bild von...
Genau. Das ist ja aber ein Herr. Beiden Seiten gekräuselt ist in grauem, gut sitzendem Anzug, eine runde, goldene Brille, ein ebenso fehl am Platze wirkender Charakter wie ihr in dieser Kulisse. Meine Güte, diese Brille, ist die echtes Gold? Ich erkenne einen Mann von Geschmack. In der Tat, echtes Gold. Er rückt sie so ein bisschen, sie knickt sofort so ein bisschen ein. Kann ich kurz haben? Nein. Ich hätte ein Monokel. Gerhard Wildhoff, mein Name. Hallo, Herr Graf. Mon können Sie mich gerne nennen. Meinen richtigen Namen können Sie mal beim Butler erfragen. Hocherfreut. Ich freue mich, dass Sie eingetroffen sind. Oh, die anderen Herrschaften auch schon da. Setzen Sie sich doch zu uns. Das Frühstück ist jeden Moment bereitet. Nicht wahr? Richard. Oh, ah, er sagt Richard. Das auch machen. Richard. Ist es so lange her, dass ich folgsames Personal hatte. ihr hört Poltern und er kommt aus der Küche und bringt Essen. Also ihr kommt die Treppe runter, ihr hört gerade diese Konversation, diesen Mann, der aufspringt, sich ihm als Gerhard Wildhoff vorstellt. Hm. Herr Wildhoff, es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Mein Name ist François-Guillaume de Tesserac. Sie haben natürlich von mir gehört, Sie haben mich ja schließlich hierher eingeladen. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Hocherfreut. Auch in die Rechte die Hand. Ist mir eine Ehre. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Merci, vielen Dank. Ich habe eine Frage direkt. Ich hoffe, ich falle nicht mit der Tür ins Aus, aber ich möchte direkt einmal wissen. Sie beschrieben eine Dame, die hier die Verurteilung bevorsteht. So setzen Sie sich doch bitte. Er stellt sich euch beiden auch noch vor. Ja. Setzen Sie sich doch. Und das Essen kommt. Ich will Ihnen alles beim Essen erzählen. So denn, wie ich es Ihnen bereits in meinem Schreiben schilderte, geschehen in diesem Ort Dinge, die doch eher denkschwache Landbevölkerungsmitglieder nicht gänzlich zu erklären vermögen. Guckt in Richtung Richard, der guckt böse zurück und ihr habt alle so ein bisschen das Gefühl, dass euer Rührei nach Spucke schmeckt. Ja. Um also nicht ratlos vor dem zu stehen, was jüngst hier geschieht, kam die Gemeinschaft mit der Theorie aus dem Kämmerchen, dass eine Hexe hier ihr Unwesen treiben müsse. Sicher haben Sie bereits von derartigen Gerüchten um diesen Ort gehört. Das ist alles Unfug, versteht sich, dachte ich. Denn vor kurzem begann der Prozess gegen eine gewisse Tiathild Gummer. Man nennt sie hier auch Tia oder die schöne Tia. Die schöne Tia, das ist das die Frau in den Flammen, oder? Im Rahmen dieses Prozesses wurden Vorwürfe laut, die zwar absurd klingen, betrachtet man allerdings diese Beweise, so hat alles einen gewissen, nun ja, Gehalt. Unter diesen Vorwürfen sind das Verfluchen von Vieh, die Entführung eines Kindes, nächtliche dämonische Schreie im Wald und die betörende Verhexung eines ehrbaren Mannes. Das alles verknüpft mit einer gehörigen Portion an erbrachten Beweisen für diese hexerischen Machenschaften der Angeklagten. Aber da muss ich doch jetzt kurz fragen mal, Herr Wildhoff, welche Beweise sollen das denn sein? Ich meine, die Hexerei gilt doch schon lange als Folklore und Mystik. In die Welt der Mysterien wird sie normalerweise gesteckt. Ich gestehe, auch ich bin mit meinem Latein am Ende. Darum brauche ich Ihre Hilfe. Die Angeklagte sitzt hier im Keller des Rathauses in Haft und wartet darauf, schon in 2 Tagen auf dem Scheiterhaufen zu enden. Auf dem Scheiterhaufen? Das ist ja barbarisch. Ich bin bei Ihnen. Das kann so nicht geschehen. Wir leben in einer modernen Welt. Wow. Scheiterhaufen? Was ist das? 19. Jahrhundert, oder? Das ist natürlich krass. Wann war die letzte Hexenverbrennung? In Deutschland. 1612. Kann man das googeln, bestimmt. Nicht ernsthaft anerkennen, humaner. Die solchen Humbug nicht anerkennen kann. Sie müssen das vereiteln. Ich würde ja selbst, aber naja, meine Art, die... 1775 war die letzte Hexenverbrennung in Deutschland. 1775 und 1807 in Europa. Nein. Das ist ja unfassbar. Wow. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja krass. In Währingenstadt in Baden-Württemberg. Wow. Das ist überraschend nah dran. Zumindest offiziell, ja, offiziell verurteilt. Wow. Nicht ganz gefallen zu scheint und sich nur bedingt mit ihren
sich nur bedingt mit ihnen verträgt. Man verweigert mir geradezu die Mitarbeit. Und so, na, nun ja, könnten Sie Ihr Glück versuchen. Denn, um auf Ihre Frage zurückzukommen, im selbigen Rathaus finden Sie auch die angeblichen Beweise für Ihre Taten, die, wie Sie merken werden, bestechend logisch sind. Das würde ich mir doch gerne selbst mal angucken. Worin besteht Ihr Interesse, dass nun dieser Fall gelöst wird? Nun ja, ich als Mitarbeiter des kaiserlichen Polizeiamtes, oberster Ermittler möchte ich meinen, für diesen Bezirk, wurde damit beauftragt und als ich nicht weiterkam, sie wurden mir wärmstens von Herrn Strauß empfohlen. Aber heißt das nun, wir dürfen oder müssen entscheiden, ob es sich bei der werten Dame um eine Vertreterin der Hexerei handelt? Also, oder wofür sind wir denn da? Wir sind uns Richter. Doch alle einig, dass es keine Hexerei gibt. Ja, Sie reden doch von Beweisen. Für was denn dann die Eben Beweise? Eben darum sind Sie hier. Also mein Latein ist am Ende. Korrekt, korrekt. Es würde ja vermutlich ein leichtes sein, das empirisch zu belegen, dass es sich bei diesen Beweisen um Hokuspokus um Scheiße. Einmal wichtig für euch noch, den Namen Herrn Strauß habt ihr gehört, ne? Das ist nicht ein ja, genau. Okay, gut. Ich habe noch eine Frage. Ich hole die Glasperle raus und hole die so. Das haben wir gestern hier auf dem Boden des Wirtshauses gefunden. Können Sie mir kurz sagen, haben Sie so etwas schon mal gesehen? Er nimmt die Glasperle, guckt die sich ziemlich genau an. Nein. Das ist mir neu. Ein Kinderspielzeug. Ja, schauen Sie sie sich doch noch mal an. Aber nun mit diesem Monokel. Setzt es auf. Fällt Ihnen da nicht etwas auf? Ein faszinierendes Leuchten. Ist dieses Monokel irisierend? Es ist vor allen Dingen meins. Und magisch, aber vor allen Dingen meins. Ein faszinierendes Gerät. Ja, er schaut teuer. Sich damit so ein bisschen im sehr restlichen teuer. Raum um. Aber scheint nicht so... Ich würfel auf Menschenkenntnis. Mhm. Ich will wissen, ob er nur so tut, als ob er das nicht kennt. Und würfel mal auf Menschenkenntnis. Okay. Und ich würfel auf Monokel zurückgeben. 12, 19. Kann ich auch gleich die. 3 habe ich noch. Oh je. Einmal unter 9. Alter, Budi, was ist denn los? Heute geht nichts. Heute hast du echt Pech, aber ja. Der sagt die Wahrheit. Aber nochmal. Bist du sicher? Darf ich das auch nochmal würfeln? Nee. Okay. Ah, wo? Nicht mehr würfeln, ey. Ja, in dem Fall schon, weil er nicht zum Ausdruck gebracht hat, dass, also ja, du bist noch nicht beeinflusst von seinem Wort. Oh, kritischer Erfolg. Ja, weiter. Eine 1. Yeah. 9. Und eine 7. Ja, das ist magisch. Der hat das schon mal, der hat die Perle schon mal gesehen. Also, aber das ist jetzt eine Info, die nur der Nils. Nur er hat. Also genau. Nur Lord Grey hat. Er und du bist vom Gegenteil überzeugt. Du denkst, dass er falsch liegt. Wenn ich habe aber keinen kritischen Misserfolg. Nee, aber hä, du hast einfach. Du denkst, das ist die Wahrheit. Also, du würde erst ausdrücken, würdest ihm widersprechen. Also, ich nehme ihm auf jeden Fall die Glaspelle wieder ab. Mhm. Das Monokel hat er ihm schon zurückgegeben, genau. Werter Herr Bildhoff. Ja. Mal unter uns. Wir verfügen über Informationen, dass Ihnen diese unscheinbare Kugel alles andere als fremd ist. Wie kommen Sie denn darauf? Nun, Herr Bildhoff, lassen Sie uns einfach sagen, Sie und ich, wir kennen beide die Wahrheit. Die Scharade können wir uns jetzt sparen. Das ist nur Zeitverschwendung. Und Zeit ist unter so wohlhabenden Männern wie uns ein sehr kostbares Gut. Schade, Scharade. Na? Er geht nicht drauf ein. Also ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich möchte ihn einschüchtern. Okay, kannst du versuchen. Sag immer einmal, auf was du würfelst. Ja, ich habe jetzt auf Körperkraft gewürfelt. Da habe ich 8, das heißt eine 12. Ich kann noch 4 zum Ausgleichen benutzen. Das habe ich gesagt, einschüchtern. Ne? Hast noch 10 zum Ausgleichen. Jetzt habe ich gewürfelt. Oh, eine 4, gar kein Ding. Und wow! Alter, Nils, ey. Das ist ein kritischer Erfolg, oder? Zählt das überhaupt? Ist es dasselbe? Kann man das? Gibt es das überhaupt? Kritische Erfolge bei dreimal Würfeln? Nun, vielleicht habe ich so eine Perle schon mal gesehen. Was? Aha. Na, das ist ja interessant. Psst, er redet so ein bisschen leiser, also offensichtlich, dass er will, dass der Wirt das nicht hört. Naja, hier im Haus liegen einige davon. Aber Würfel mit einem Würfel. Ich glaube, die Frau des Wirtes. Sie glauben, die Frau des Wirtes war's. Der
Ort erzählt sich nicht umsonst, sie sei eine Hexe gewesen. Ja, aber... Sie ist doch verschwunden. Ich glaube an solcherlei Dinge ja nicht, ich erzähle ihnen ja nur. Und diese Perlen liegen in der Küche herum. Aber warum sollten sie uns das denn verheimlichen? Erst beauftragen sie uns mit dieser... Mit Wie stehe ich denn da und lesen Sie auch bitte leise? Es hört ja jeder, was Sie hier vor sich brüllen. Also, nun, sie im Moment doch brüllen Sie selbst. Fall hier beauftragen und dann verheimlichen Sie uns wichtige Begebenheiten. Wenn ich den hochehrbaren Wehrherrschaften hier extra aus London angereist bin, dann werde ich jetzt den... Irgendwas von Magie und erzähle, ich stehe doch da wie der letzte Dorftrottel. Entschuldigen Sie bitte, aber, Monsieur, dann können wir doch einfach kurz den Herrn vom Wirtshaus kurz nach diesen Perlen befragen, wenn seine Frau die immerhin irgendwie benutzt hat. Sie können es gern versuchen. Und ich rufe den Herrn Kraft. Mach. Monsieur Kraft! Monsieur scheint ihm fremd zu sein, aber ja. Dürfte ich vielleicht ganz kurz Ihnen eine kleine Frage stellen? Ja. Ich hol die Glaspelle raus. Nun, haben Sie so etwas schon mal gesehen? Ja, das meine. Er grapscht die sofort weg. Schnüffeln Sie in meinem Haus herum? Ich habe überhaupt nicht geschnüffelt, sie lag auf dem Boden. Ich verbiete mir solch eine... Aus der Küche haben Sie die geholt! Was also er ist sichtlich aufgefallen. Was hat es damit auf sich? Bis meine Pest geht's überhaupt nichts an! Also nimmt die, steckt die in die Tasche, er ist stinksauer. Ich habe mir mit so einer Reaktion nicht gerechnet. Er hat ganz unrecht. Ihr habt die Perle aus seinem Haus geklaut. Also, ja, die lag schon auf dem Boden. Eigentlich gehört sie dem Finden. Also, es ist schon in einem privaten Raum, ja. Nun, Herr Kraft, vielleicht erinnern Sie sich daran, dass Sie unserem werten Begleiter Winston erlaubt hatten, Ihren Mörser auszuleihen. Als Herr Winston in die Küche schritt, um dieses zu tun, da wäre er beinahe auf dieser Kugel ausgerutscht und hätte sich... Und wenn ich Ihre Zimmer sauber mache, gehören Ihre Koffer mir, oder was? Was ich Ihnen lediglich sagen wollte, ist, der gute Mann wäre beinahe Würfel auf beruhigen oder überzeugen oder irgendwas. Ja. Was du versuchst, ist, ihn zu beeinflussen. Ja, manipulieren. Okay. Ach, come on. Ach, Hauke. Dann sagt er, du versuchst ihn zu beeinflussen. Und dann sage ich, manipulieren, was exakt ist ein Synonym für beeinflussen. Und dann guck dir sein Gesicht an hier, wie er guckt. Oh, nö, das weiß ich nicht, ob ich das gelten lassen will. Strenger Hauke. Sehr streng. Ist das ja eigentlich. Sehr strenger Hauke. Du willst ihn manipulieren. Ich debattiere schon wieder mit Hauke, obwohl der hört mich ja gar nicht. Manipulieren, aber zu was? Genau, zu was willst du ihn manipulieren? Ich möchte, dass er nicht mehr sauer auf uns ist. Ja, ist ja eh. Also ich würde es durchgehen lassen, wenn du jetzt sagst, du willst ihm einreden, dass das völlig normal ist, dass sie diese Perle aus seiner Küche klaut. Nee, was ich ihm eigentlich sagen will, ist, dass er ja ausgerutscht wäre. Wir haben nicht geschnüffelt, sondern er ist durch Zufall darauf getreten und wäre fast ausgerutscht. Kannst auch manipulieren würfeln. Ich würde es allerdings erschweren. Um 20. Ihr habt ihn halt echt schon wütend gemacht, so. Sag immer bitte einmal, was du würfelst, ja, okay. Damit die Zuschauer es nachvollziehen können. Das war 9, das ist war ja auf Ausdauer. Was habe ich denn eigentlich auf Ausdauer? 10. Naja, okay, alles gut. Das zweite war jetzt eine 11. Da habe ich gewürfelt auf Charisma, da habe ich 13. Nee, Charme. Genau, du machst schon richtig hier oben, da habt ihr extra nämlich nochmal so ein Ding, damit ihr nicht 13, immer auf die erste Seite gucken müsst. Intelligenz hätte ich 12, ja. Das wäre cool, wenn wir das einblenden könnten. Ich hätte 8. Die Charakterbögen. Also das wäre auch. Naja, die Werte, auf die ihr würfelt. Dann wir haben die in der Zeit auf Social Media. Ah, das verstehe ich, was du meinst. Eine gute Idee. So, was war's, Entschuldige? Eine 4 habe ich noch. Okay, gewürfelt. Gut. Ja, dann manipulier ihn mal, dass das legitim ist, dass er fast ausgerutscht ist und ihn so ein bisschen. Werte Herr Kraft, wir sind doch hier nicht Ihre Feinde. Wir sind hier zu Besuch in Ihrem werten Gasthof und bislang fühlten wir uns hier sehr gut behandelt. Und wie ich Ihnen gerade schilderte, unser guter Aberfreund Winston, der am vorigen Tage bereits im Wald in ein tiefes Astloch trat und sich beinahe den Knöchel brach, der rutschte nun fast auf dieser Kugel aus, die Sie unverantwortlich dort haben liegen lassen, nachdem Sie ihm gestatteten, und das möchte ich ganz klar betonen, ihm gestatteten, diese Küche zu betreten, um sich den Mörser auszuleihen. Und nun geben wir Ihnen diese Perle zurück und fragen Sie, ob sie vielleicht Ihnen gehört. Da ist ja nun wirklich kein Grund drin zu finden, auf uns sauber zu sein. Ganz im Gegenteil, möchte ich meinen, Herr Kraft. Da hat er recht. Feiner Zuge ist trotzdem nicht, aber ich will es mal gut sein lassen. Und geht dann weg. Also es hat geklappt. Er ist definitiv beruhigter als vorher. So richtig glücklich ist er damit immer noch nicht. Ein unverfrorener Mann. Wenn Winston kaputt gegangen wäre, wer hätte uns den ersetzt? Also eine wirkliche Frechheit. Ich finde, dass wir da nochmal mit seinem Herrn genauer reden müssen über die Auswahl seiner Mitarbeiter, nicht wahr? Sehen Sie doch auch so, Lord Grant. Ich bin auch nicht überzeugt vom Personal. Das ist eine Frechheit. Wir sind ganz Ihrer Meinung. Also ich glaube, bis auf Winston sind wir uns alle einig, dass wir in so einer Unterkunft nie wieder hausen wollen. Ich glaube auch. Ich bin mir sicher, der Mann hat nicht mehr eine Kraftpflichtversicherung. Lassen Sie mich die Stimmung doch etwas aufhellen mit einem meiner berühmten Gedichte.
Eine junge Seele habe ich es getauft. Diese Gedichte, ne? Er steht auf. Geh! Suchen, junge Seele! Oh Gott. Oh, süßes kleines Wunder! Spring! Stolper! Falle! Stehe! Und geh dabei nie unter. Oh Gott. Kommt er nicht mit, wie er das darstellt. Es ist... Herr Bildhoff, wir haben alle noch nie etwas derartiges gehört und gesehen. Danke. Von Ihnen bedeutet mir es am meisten. Davon. Sie als großer Literat. Ja, das bin ich. Gelesen habe ich schon mal was, geschrieben auch. Er zieht ein Exemplar deines Buches hervor. Ohoho, das ist ja Potzblitz. Sehen Sie, Winston, davon rede ich immer. Fans. Soll ich Ihnen das signieren? Ich habe es Ihnen schon signiert. Fertig. Er freut sich. Er freut sich. Ja. Nun, da sind Stempel dabei. So sehr ich auch dem Lauschen dieser Poesie gerne lausche, würde ich doch vorschlagen, dass wir uns mal in diesem Rathaus umsehen. Denn schließlich sind wir nicht zum Vergnügen hier, sondern um einen Fall zu lösen. Hört, hört. Das ist Initiative. Ab wann dürfen wir denn mit der jungen Dame reden? Und die mal ihre sie im Rathaus. Ja, dann machen wir das doch. Oder wollen wir vorher noch? Ich habe doch eine Frage. Nun, was habe ich gerade gesagt? Ich habe doch eine Frage. Genau dasselbe? Entschuldigung. An Herrn Kraft. Der ist nicht da, der ist in der Küche. Ja, aber wir können ihn ja nochmal ranrufen. Er ist immer, ja, kannst du machen. Ich habe ihn nicht umsonst beruhigt. Ja, okay. Herr Kraft. Das hat sich etabliert jetzt. Was denn? Herr Kraft, entschuldigen Sie bitte. Aber eine Frage hätte ich da noch. Eine Frage hätte ich noch. Kennen Sie eine Frau, auf die folgende Beschreibung zutrifft? Rote Haare. Rote Haare im Feuer steht. Rote Haare, wunderschön, mit einem saftigen Fragestell. Nun, ich möchte Ihre Fantasie nicht weiter strapazieren, aber diese äußerst präzise Beschreibung. Kennen Sie eine Dame dieses Erscheinungsbildes? Klingt nach Tia. Aha. Rote Haare, die Hexe. Meine Güte. Ah, das ist also, handelt es sich dabei um die Angeklagte? Soweit ich weiß. Wie viele Menschen mit rotem Haar gibt es hier? Naja, Tia nur. Der einzige Mensch mit rotem Haar im ganzen Dorf? Ist nicht, ne? Und ihre Eltern? Nicht, dass ich wüsste. Aha. Wo soll sie denn dann hergekommen sein, die Hexerei? Was? Ja, das lernt man doch nicht einfach so auf der Hexenschule. Da müssen dann schon die Eltern, die Kindeskinder, alle müssen mit drin stecken unter dieser Decke. Er ist deutlich verwirrt. Gut, ich sehe schon. Also, du redest nicht mit dem Geist deines Levels. Ne, ich wollte ja nur wissen, über Familienangelegenheiten wollte ich mehr erfahren. Ich danke Ihnen für diese Information. Also er ist ein bisschen verwirrt, aber er hört zu. Ja, Herr Bond, ich glaube, Sie müssen dieser armen Seele ein bisschen Ruhe geben. Geh dann mal wieder arbeiten. Wir werden auch aufbrechen. Wollen Sie mitkommen, Herr Bildhoff? Ich glaube, Sie profitieren deutlichst in Ihren Ermittlungen, wenn meine Person nicht allzu vordergründig auftritt. Nun, wie Sie wollen, dann bleiben Sie hier und wir werden Ihnen berichten, was wir dort vorgefunden haben. Traumhaft. Ermitteln Sie bitte. Entkräften Sie diese Vorwürfe. Retten Sie die arme Seele. Vielleicht... Eine Frage noch, wenn Sie gestatten. In welcher Beziehung stehen Sie denn zu der Beschuldigten? Keine Frage. Also, naja, Sie können ja ruhig ehrlich sein. Wir sind ja hier unter reichen Menschen und... Ich bin ehrlich. Eine junge, hübsche Frau, aber keinerlei Beziehung. Eine hübsche Frau und Sie haben keinerlei Interesse? Na, Sie kommen Sie, mir schwere Nöter. Allzu wohlgesagt. Schwere Nöter. Würfel mal auf Redegewandtheit. Sie sind doch ein guter, gut aussehender Mann. Würfel mal auf Redegewandtheit. Oh, ich sehe schon, da ist was versteckt. Ne? Da ist was. Da kommt noch was. Redegewandtheit. Smalltalk habe ich halt. Ja, sehe ich als gleich. Mach mal. Habe ich Wert 6 und muss auf Ausdauer und zweimal Charme. Bei Smalltalk auf Ausdauer. Ausdauer habe ich 8 und Charme habe ich 10. Mhm. Also einmal. Einmal eine 8. Ja, ich musste gerade noch mal gucken. Ja. Einmal die 8 für Ausdauer, eine 19. Der ist schon vorbei. Ja, okay. Ja. Ja, du hast das Gefühl, du stocherst im Trüben. Also du kannst nicht einschätzen, ob du da was auf der Spur bist oder nicht. Also, ja, gut. Herr Bildhoff. Ja. Wir werden diesen Fall lösen. Sonst heiße ich nicht mehr Graf Thaddäus Montgomery von Krupp und Bullen und Halbach zu Falkenberg.
Hört, hört. Anders. Ich gehe sofort der Recherche nach, um sie zu unterstützen. Und er geht, steht auf, nimmt seine Tasche, geht nach oben ins Zimmer offensichtlich und arbeitet. Okay, lasst uns mal aufbrechen zum Rathaus. Okay. Ja. Ja. Herzlichen Dank, Fresh Mentor. Und sauf, Bruder, hands down, Nils, stört es dich, wenn die anderen nicht auf deine Witze eingehen? Nee, es stört mich nicht, wenn die nicht auf meine Witze eingehen, weil das oftmals ja auch so Witze sind, die gar nicht eine Einladung sind, darauf aufzubauen. Es sind ja oft einfach irgendwelche dummen Wortwitze. Und da, wenn jemand keinen Lachimpuls hat, dann hat er den halt nicht. Da kann ich ja niemandem sauer sein. Es sei denn, ich unterstelle, dass der Witz so gut ist, dass sie eigentlich diesen den Drang zu lachen bewusst unterdrücken aus einer bewusst gewählten Anti-Haltung. Und das ist ja nicht so. Deswegen bin ich, stört mich das nicht. Ich kann es ja auch ein Stück weit verstehen. Die können ja nicht wie jeden dummen Gag irgendwie Emotionen zeigen. Also ist schon okay, kann ich mitleben. Wichtig ist, dass sie auf Sachen, oder das, also dass man grundsätzlich auf andere Sachen eingeht, wenn man versucht, die Handlung in irgendeine Richtung zu drücken oder so. Und das machen die auch, also zum Beispiel mit diesem Jeanne d'Arc-Ding, da sind die auch drauf eingegangen. So, das sind die wichtigen Momente, aber jetzt auf einen dummen Wortwitz muss nicht jeder, finde ich, reagieren. Da habe ich mich dran gewöhnt und da erwarte ich jetzt auch nichts mehr. Das ist schon okay. Gut, ihr macht euch also auf den Weg und wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da und erfahren dann, was es im Rathaus gibt. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Morriton Manor, Teil 3, Walpurgisnacht. Wir sind gerade aus der Kneipe aufgebrochen nach einer eloquenten Szene, in der wir alle unser Können in Smalltalk unter Beweis gestellt haben. Seid ihr jetzt auf dem Weg zum Rathaus, wo euch gesagt wurde, dass da Tiathild Gummer, die Angeklagte, festgehalten wird und dass sich dort angeblich auch die vermeintlichen Beweise für ihre Taten finden sollen. Ihr verlasst also das Wirthaus und steht in der kalten Morgenluft. Bei Tageslicht sieht Vince nicht viel einladender aus und die missbilligen Blicke der paar Leute, die auf der Straße herumlaufen, machen es auch nicht viel gemütlicher. Also ihr seid Fremde und das merkt ihr. Zum ersten Mal seht ihr jetzt auch den Blocksberg, dunkel thronend am Horizont. Der Blocksberg. Dunkle Wälder überziehen seine Hänge und eine fast gespenstische Stimmung geht vom Berg aus. Jetzt im Tageslicht wird zudem erstmals sichtlich, wie schlecht es der Stadt zu gehen scheint. Die wenigen kleinen Geschäfte, die es gibt, führen es war auch jetzt die Menschen sehen ausgemergelt und hungrig aus. Und der süßliche Gestank von Krankheit mischt sich unter die kalte Bergluft, die mit einem Pfeifen durch den Ort strömt. Ja. Also laufen wir jetzt durch die Straßen? Ihr steht auf der Straße jetzt gerade erstmal. Ihr seid einfach rausgegangen. Wir wollten ja zum Rathaus. Genau, oder? Wie weit ja, ist das denn? Oder? Ja, da, wo wir jetzt sind. Exakt. Wisst ihr nicht. Achso, man sieht es nicht irgendwie schon. Ja, ihr seht schon ein größeres Gebäude und wird jetzt schwer einzuschätzen, weil ihr natürlich nicht genau wisst, wo die Gassen da gehen. Der Ort ist nicht so groß, 5 Minuten maximal. Also ja, laufen wir langsam los. Also in 10 Minuten, 15 Minuten kann man in diesem Ort alles erreichen. Ja gut, dann laufen wir Richtung Rathaus. Mhm. Ich habe die Hand immer am Reiserevolver. Ihr bahnt euch als Gruppe den Weg in Richtung der Ortschaft. Wo ihr zügig ankommt. Also, entschuldige. Achso, ich wusste nicht, dass du... Ja, sag. Ich wollte es gerade eben in Anwesenheit von Herrn Bildhoff nicht erwähnen, aber er wurde scheinbar selbst von Herrn Strauß instruiert, uns hier für diesen Fall zu engagieren. Ich wittere eine Falle, denn ich bin mir nicht sicher, ob Sie beiden es wissen. Ich bin mir sicher, dass Sie es nicht mehr wissen. Ich aber auch. Meines Erachtens ist der Dr. Strauß ein Bösewicht, der uns bereits ans Leder wollte. Richtig. Da haben Sie natürlich recht, aber er hat es ja nicht geschafft. Ja, aber ich wittere eine Falle. Würfeln Sie mal auf Wittern. Nein. Okay, aber warte mal. Warum wittert... Ich glaube, ich habe irgendwas gerade nicht gecheckt. Wie kommt der jetzt auf Herr Strauß? Wurde der von Strauß beauftragt? Ist es gerade an mir vorbeigegangen? Nicht! Mein lieber Winston, ja. Das ist ja schön, aber was machen wir nun mit der Information? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Wir könnten auch einfach fahren. Nun, wir könnten natürlich jedem
Zeit. Strauß hat euch empfohlen. Okay, den Satz habe ich gerade irgendwie, der ist mir durchgeflutscht. Ja, Buddy, Smarty Buddy. Wieder in die Kutsche steigen, wegfahren, aber ich bin doch nicht in dieses komische Land gekommen, wo es unglaublich. Sie wurden mir von Herrn Strauß wärmstens empfohlen. Nicht wirklich gut ist. Aber sehr leckere Getränke. Bisschen dickflüssig. Unglaublich schlechte Stand-up-Comedy. Insofern muss ich ganz ehrlich sagen, was jetzt sind wir hier, wir sind ausgestattet, wir sind auf dem Weg zum Rathaus. Ich schlage vor, Strauß hin, Strauß er. Lassen Sie uns doch einmal einen Blick in dieses Rathaus werfen, dann können wir immer noch entscheiden. Na gut. Ich würde auch gerne mal mit der Hexe reden vorher. Dann gehen wir jetzt. Wir wissen nicht, ob es eine Hexe ist. Mit der angeblichen Hexe. Ich glaube ohnehin nicht an Hexerei. Ich glaube an Werwölfe und viele andere Dinge, die wir bekämpft haben und getötet. Aber ich glaube nicht an Hexen. Sie haben ein magisches Monokel. Exakt. Daran glaube ich auch. Weil ja, ich kann es anfassen und durchgucken. Nur aber wenn Sie an Magie glauben, dann glauben Sie auch an Zauberei und folglich auch an Hexen. Ich glaube nicht, dass Menschen Gottes Werk tun können, wenn sie so wollen. Dass sie hexen können, wenn sie so wollen. Ich glaube das nicht. Nein, ich glaube, magische Kreaturen können das. Die können dann aber normale Sachen nicht. Aktien kaufen, einkaufen wie Winston oder so. Das können die dann nicht. Die okay, das ist eine interessante Logik. Ich sehe ich irgendwie. Haben Sie mein Leute Buch nicht gelesen? Da stehen Leute rum. Ja, dann gehe ich direkt zu Leuten hin. Ja, man guckt dich natürlich so. Ne? Ist kein Ort, der Besucher gewohnt ist, aber. Sehr verehrte Damen und Herren, ich bitte um die kurze Entschuldigung. Wir sind Reisende, wir sind auf der Suche nach dem Rathaus. Können Sie uns weiterhelfen, bitte? Zeigen in die Richtung. Also Sie zeigen auf den Turm von einem großen Gebäude, sehr dunkles Gebäude in der Mitte. Was ihr vermutet habt, da zeigen die hin. Ziemlich wortlos. Also sind ein bisschen irritiert, sichtlich von deiner höflichen Art und Weise. Da? Ja, geil, danke. Sagen Sie, wissen Sie etwas von dieser sogenannten Hexe, die hier sein soll? Wir haben auch zu... Und die Gruppe teilt sich sofort und alle gehen weg. Ich hole ein bisschen Geld raus. Also, okay, kannst du machen, aber die sind weg. Also, die sind weggegangen. Ich nehme aber das Geld an. Nein. Die sind jetzt, sehen das nicht mehr, oder was? Können nee, wir also die bitte euch einfach die zum Rathaus gehen? Was ist los mit Ihnen? Ich versuche seit 2 Stunden zum Rathaus zu gehen. Wir gehen einen Schritt, er sagt was. Wir gehen 2 Schritte, Sie holen Geld. Wir gehen einen 3. Schritt, Sie reden was von Zauberei, Hexerei. Ich verstehe es nicht. Liebe Leute, ich gehe jetzt zum Rathaus. Sie können mir folgen oder Sie können hier zu dritt bleiben. Aber ich mache diese Wachs nicht voll mehr mit. Und ich gehe zum man Rathaus. Man hört irgendwo von wenn... Der hat die Schnauze voll. Wir könnten jetzt den Kutscher rufen und nach Hause fahren. Oder einfach zum Rathaus. Okay, du gehst zum Rathaus. Oder wir gehen zum Rathaus. Ja, oder uns zum Rathaus fahren lassen. So warnt sich die Gruppe Idee. Oder zumindest der Teil, der möchte, also den Weg durch die Ortschaft in Richtung Rathaus, wo ihr zügig ankommt. Das Gebäude steht schief und bedrohlich da. Dunkle Holzschindeln bedecken den Leib des ganzen Baus. Und viel zu kleine Fenster lassen erahnen, dass es im Inneren niedrige Decken und viel zu wenig Licht geben wird. Die gewaltige Eingangstür aus Eichenholz ist imposant und der Türbogen mit allerhand Verzierung überzogen, die darauf schließen lassen, dass Vince dank der Silberminen im Umland einst bessere Tage gesehen hat. Vor dem Tor treffen sie auf einen Polizisten. Ihr erkennt ihn dank seiner Kluft sofort. Monsieur, ist das Ihr das Rathaus? Monsieur, Monsieur. Der Herr, ist das hier ein Rathaus? Das ist das Rathaus. Ist es geöffnet? Geöffnet. Ist doch nicht für jeden frei. Hier sind Ermittlungen im Gange. So sieht übrigens die Person vor euch aus. Ein Mann um die 50 mit langem grauen Bart und üppigem Bauch. Sondern Scheiße, ey, um die 50. Das ist nicht mehr lange hin. So sieht man dann aus. Dunklen Kordonuniform trägt er einen grauen Militärhut mit Feder, grünen Militärhut mit Feder und Polizeiemblem, Anstecker auf der Stirn. Sein Gesicht ist von der Sonne gegerbt und von Furchen durchzogen. Er scheint sich auszukennen. In den Bergen könnte man vermuten. Er trägt eine Flinte über der Schulter. Ja. Es ist ja so, dass wir sind ja eher wegen den Ermittlungen. Ermittlung kann doch nicht jeder einfach ins Rathaus marschieren. Der Herr Bildhoff hat uns geschickt. Ach, der Spinner! Entschuldigen Sie, es gibt keinen Grund, glaube ich, beleidigend zu werden. Ich geb dir gleich einen Grund, du! Jetzt, es gibt doch keinen Grund für Gewalt, mein du Herr. Du kriegst auch gleich einen Grund! Vorsicht! Mein guter Herr. Greifst du nach deiner Waffe? Nein! Mach gar nichts, ich sag dir nur Vorsicht! Er weiß doch nur nicht mehr, dass ich eine Waffe habe, Leute. Drohen Sie mir? Ich bin sowohl Besitzer eines Handkantenschlags. Hören Sie bitte auf, das ist ein Mann des Gesetzes. Sie haben recht, ich lasse ihn in Frieden. Er muss ja seinen Job noch tun, für die Allgemeinheit. Gut, dass Sie ihn schützen.
Drohen Sie mir? Nein, nein, er droht, er hat ein kleines Tourette. Ignorieren Sie ihn einfach. Darf ich vorstellen, das ist Lord Grey, seine Hoheit aus England. Es ist mir eine Freude, seine Hoheit. Wissen Sie, mein Großvater. Hier, unser sozialer Charakter. Mein Großvater war auch Polizist und ich muss sagen, ich habe nur Hochachtung für Sie und Ihre Zunft übrig. Das ist ja perfekt eingeblendet, seinen Handkantenschlag. Was ist das für eine Liste? Eine Hexe, zwei Schweine, 12-mal aufs Klo, 3 Freunde, was heißt das? Aber mal einer, wie man sich benimmt. Und ihre Uniform ist sehr prächtig. Wissen Sie, bei uns in England, da haben wir nur so hässliche blaue Uniformen, aber diese schicke grüne Uniform macht ja prächtig was her. Wissen Sie was, mein Guter, wie war Ihr Name? Würfel mal, hast du irgendwas, was das Schmeicheln rechtfertigt? Was du gerade? Nein. Es ist begeistern führen. Ja, das mal, würde ich gelten lassen. Oh, lässt er gelten. Diesen militärischen Zack ist ein gutes Talent gerade. 4. Ey, du hast auch das Würfelglück, das Budi heute nicht hat, hast du 10. Komplett gepachtet. Ja, ne? Kein Problem. Ja, doch, du beeindruckst ihn sichtlich. Das kommt richtig gut an, was du gerade machst. Ich wünschte, wir hätten bei uns in England Personal, was seinen Job so ernst nimmt und seinen Job nicht schleifen lässt. Ach, wissen Sie was? Da fällt mir gerade was ein. Ich dachte, das würde Sie vielleicht interessieren. Auf dem Weg hierher in dieses schöne Örtchen, da ist uns ein Wilderer begegnet. Ich glaub's ja nicht. Ja, ich sag Ihnen was. Wir haben direkt am Wegesrand im Wald einen armen Eber in einer Falle entdeckt. Der schrie wie am Spieß. Und konnten Sie den Schurken festsetzen? Da waren noch Spuren im Wald. Ich kann mir sehr gut Jean vorstellen, war auch da. Wenn Sie jetzt losgehen, Herr Polizist, da wird ein fähiger Mann wie Sie doch die Spuren identifizieren können, der zum Wildererlager führt. Ich mache mich gleich auf den Weg. Da, so er schnappt sich seine gedacht. Flinte und marschiert los. So, die Herren, ich denke, der Weg ist jetzt frei, um in das Rathaus zu gehen. Ich muss sagen, das war ganz vorzüglich. Da, zum ersten Mal, seit ich Sie kenne, und das sind viele, viele Jahre, bin ich einigermaßen beeindruckt, Lord Grey. Ich bin auch ein bisschen beeindruckt von dem Rollstuhl-Move gerade so. Übrigens, hier. Wie ein Werkzeug. Weniger gefährliche Variante. Einfach wie so eine Pokémon-Gruppe. Jemand, hier. Sozialo, du bist dran. Okay, stimmt. Da, der ja, er ist weg, hat funktioniert. Also ihr steht vorm Rathaus, ihr könnt eintreten. Herr Grey, das war richtig gut. Darf ich Sie bitten, die Tür für uns zu öffnen? Ich mach die Tür auf. Ja, du schiebst die große, es wird eine massive Eichentür mit einem ganz lauten Knarren, schiebt die sich auf und ihr steht in einem großen dunklen Raum. Dunkel? Ich definiere dunkel. Mhm. Also, es fällt halt nicht viel Licht rein, die Fenster sind zwar da, aber hier in dem Raum relativ schmal. Es führen 3 Türen aus dem Raum weg. Links ist eine Tür, die steht offen. Ihr könnt in so eine Art Verhandlungssaal, also so ein großer Versammlungssaal, auf dem Tisch liegen irgendwelche Sachen, scheint aber niemand da zu sein. Rechts ist eine Tür, die ist verschlossen und vorne links ist eine Tür, die ist jetzt auch noch verschlossen. So, und hier nochmal, weil das eben auch verschlossen heißt bei mir nur, die ist zu. Nicht, die ist abgeschlossen. Okay. Also, nee, ja, weil eben hat Leute angemerkt, hey, ich dachte, alle Türen waren verschlossen. Verschlossen ja. Heißt für mich nur, die ist zu, die Tür. Erst. Ja, okay, schade. Oh, okay. Oh. Ja, dann schauen wir uns doch mal um, meine Herren. Aber nee, eben war es nicht, 2 der Türen waren abgeschlossen, okay. Als eben im Haus war. Nur eine war offen. Okay, also nochmal ganz kurz. Es sind was, 3 oder 4 Türen? 3 Türen? 3 Türen sind es. 2 verschlossen. Eine rechts offen, von euch, die genau. Führt in den Verhandlungsraum. Genau, eine rechts von euch, eine steht offen, wirklich, und da könnt ihr reingucken, das ist dieser Raum, da liegen auf dem Tisch irgendwelche Sachen, und die letzte ist so schräg links vor euch, und die ist auch zu. Darf man schon was machen, oder? Ja. Ich würde in den leeren Raum mal so reingehen, weil ich da ja reingehen kann, scheinbar, und schon mal so versuchen, ob ich auf den Akten irgendwas erkennen kann. Bleiben Sie mal hier, ich schaue mir das mal da an, damit nur einer erwischt wird eventuell. Ja, du kommst in den Raum, ist niemand drin. Also es steht wirklich, ist komplett leer. Es gibt so 30 Sitzbänke, also es gibt so Sitzbänke, du würdest sagen, 30 Personen passen hier schon rein. Das interessiert mich doch verhältnismäßig groß für so einen. Ich möchte mir diesen Aktenberg an der Spitze gibt es einen langen Tisch, auf dem 5 Leute Platz finden. Also sind 5 Stühle, sieht halt wie so ein Verhandlungsraum auch wirklich eingerichtet aus gerade. Auf dem Tisch liegt ein Stapel Papier mit einem Zettel Beweismittel daran. Meine Herren, kommen Sie her. Ich habe, glaube ich, die angeblichen Beweismittel gefunden. Woher wollen Sie das wissen? Weil da steht Beweismittel. Interessant. Dann würde ich doch mal sagen, gucken wir, was es sich vermeintlich um diese Beweismittel handelt. Mhm. Der Zettel ist an einem Liebesbrief. Den Liebesbrief. Ich liebe eine von diesen Liebesbriefen hier. Nun gut. Auf dem. Achso, ich lese vor. Ja, auf dem Liebesbrief steht: Mein lieber Jonathan,
Bald ist es soweit. Bald finde ich den Mut, dich zu sehen, dich zu berühren. Es darf nicht sein, sagen sie uns. Sag die Moral. Aber es muss sein. Ich muss dich haben. Willst du mich denn nicht auch? So antworte mir. Dein liebster Schatz, G. Punkt. G. Punkt. Ja, mir scheint, jemand hat den G. Punkt entdeckt. Ich habe diesen Brief ja gerade vorgelesen. Was hat eben schon immer gewusst? Wirklich, erinnert mich mal dran, beim nächsten Mal gibt es ein Talent, Witz. Oder ein Grillenzug. Auch jeder Flachwitz, ja, den man bringt, muss man drauf würfeln. Oh, wenn der zündet, ist das ein Witz. Belohnt. Alle müssen lachen. Wenn der nicht zündet, Grillenzirpen. Nun. Das ist lustig, das vergesse ich ja auch irgendwie, dass er noch gar nicht etabliert gewesen ist, ne? Und so ist es geschehen, tatsächlich. So ist dann diese Würfel mal auf Humorgeschichte gekommen, tatsächlich. Ha. Das ist ein sehr eigenartiger Liebesbrief. Ich möchte fast meinen, dass es hier moralisch komplexer ist, als es den Anschein hat. Ich glaube fast, es geht hier um Personen des gleichen Geschlechts. Nun, wir haben bislang eine Person kennengelernt, die den Buchstaben G in ihrem Namen trägt. Das ist Graf Mon. Sie sich fest. Gerhard Bildhoff. Nun, ich möchte nur ganz kurz sagen, Guillaume wird auch mit G geschrieben. Mhm. Aber dieser Brief stammt nicht von mir. Da bin ich aber erleichtert. Sie sind doch Franzose, es würde sie doch nicht kümmern. Ja, nur das kümmert mich. Liebe gehen die doch inflationär um. Es kümmert mich in der Tat nicht. Ich wollte es nur Ihnen schon mal sagen, falls der Verdacht aufkommen möge. Es handelt sich dabei nicht um meinen Brief. Noch etwas zu der eigenartigen... Das hätte mich auch sehr enttäuscht. Noch etwas zu der eigenartigen Tinte. Warum ist das mit Rot geschrieben? Hat das vielleicht? Welche Tinte? Die Tinte, in der dieser Liebesbrief verfasst ist. Ich nehme an, Rot natürlich wegen der Liebe und all dem Gebimsel da drumherum. Aber vielleicht ist das ja auch, wie heißt es, eine... Blut? Ja, oder eine Zauber... Ein Hinweis! Zaubertinte. Ist das echt? Ist das versteckt? Wir haben den Originalbrief. Ja, ihr habt einen Brief da. Ob das Original ist... Lassen Sie mich das mal schreiben. Mal an die Lampe. Ich kann Ihnen sofort sagen, ob das Blut ist oder nicht. Ist er überhaupt in Rot geschrieben? Also, mhm. Ja, ist in Rot geschrieben. Gibt es doch weitere Beweise? Nun, ja. Ich kann sagen, es handelt sich hierbei um eine rote Tinte. Und da ist nichts versteckt durch die Tinte? Wieso würfelt er jetzt nicht auf Medizin oder so? Auf dem Tisch liegen noch, du hast gerade gefragt, ein zerbrochener Besen. Oh, das ist natürlich jetzt... Das ist der Hexenbesen. Komplett drei hintereinander. Ein Kessel... Hexenkessel. Kessel. Und ein Kinderschuh. Die Herren, nun das sieht ja wirklich aus wie aus einem klischeehaften Buch über Hexerei. Was soll ein denn Besen, das ein Kessel und ein Kinderschuh. Sie meinen etwa, vielleicht versucht hier jemand, es so aussehen zu lassen, als ob es sich hierbei um Hexenwerk handelt. Vielleicht um eine andere Tat zu vertuschen. Das glaube ich auch. Nun, also ich empfinde das hier als äußerst klischeehaft. Ein Besen. Da, also ich bitte Sie. Nun, aber was hat mit Hexen normalerweise mit Kinderschuhen zu tun? Da die Salamander bestellt welche her. Nein, ich meine Hexen. Die Kinderschuhe. Hexen. Das ist eigentlich ein guter Gag. Das ist ein guter Gag. Angeblich essen Echsen Kinder im Topf, deswegen vermutlich, der hat die sich nur ein Kind gebraten. Das ist natürlich Quatsch. Nun, Kinder schmecken gar nicht. Ich wende mich ab und gehe zur anderen Tür und versuche, die aufzumachen. Okay. Das Video kurz pausieren ist das neue Lachen. Welche? Also, wenn die links daneben war. Direkt neben der Tür waren die jetzt gegangen sind. Okay, machst du auf und du stehst vor einer Kellertreppe. Also eine Treppe, die nach unten führt. Ganz aufgeregt. Also blickst so eine steinerne, so ein paar steinerne Stufen hinab, die in einen dunklen Keller führen. Liebe Regie, wir können schon mal die Umfrage starten. Für die Zuschauer hätte ich mal eher sagen können, aber ja. Liebe Lords, ich habe den Zugang zum Keller gefunden. Ich schaue mir nun die andere Tür an. Solange wir alleine sind. Ich warte auf eure Antwort nur. Gebt mir mal einen Moment, weil ich habe zu spät die Umfrage. Ne? Es kann nicht weitergehen, bevor diese Umfrage nicht durch ist. Was macht ihr? Tiergummer. Da ist ja noch eine Tür. Die dritte Tür, gehe ich mal zu der dritten Tür. Die ist verschlossen. Also abgeschlossen, Entschuldigung.
Rüttel, macht es da Sinn? Rüttel, hast du Rütteln? Ich hab Akupunkturkampf. Akupunkturkampf? Mechanisches Wissen? Ja, doch. Oh. Nee? Okay. Flösserknacken ist ein eigener Wert. Also haben wir explizit extra noch im Bogen gehabt. Okay, kannst du einer von euch? Nee, ne? Nee, aber ich kann halt echt gut schießen. Ich kann, also ich muss es nicht machen. Oh, jetzt im Rathaus rumschießen. Laut, ne? Schießen. Muss ich das eigentlich noch machen? Ich meine, wenn man eh immer das Gleiche sagt. Und wenn wir zu dritt versuchen würden, die Tür zu... Können wir versuchen. Monsieur, ich weiß nicht, was halten Sie davon, wenn wir zu dritt versuchen, diese Tür aufzu... Nun, ich muss sagen, brechen. Ich könnte versuchen, die Tür zu überreden, aufzugehen. Ich weiß aber nicht, welche Erfolgschancen. Ich bin mir sicher, Sie hätten vermutlich große Erfolgschancen. Trotzdem würde ich es vielleicht dieses Mal mit der etwas rabiateren Variante versuchen. Also Sie haben meine Schulter, ich bin da. Ich habe ein bisschen Angst um Ihren Rücken, ehrlich gesagt. Glauben Sie wirklich... Ach... Wenn Rücken, dann muss ich halt mit Krücken. Also wir kommen hier schon wieder weg. Nehmen Sie mich einfach und rammen Sie mich gegen die Tür, mein Herr. Okay, dann würde ich sagen, dass wir zu dritt gegen die Tür so. Okay, dann würfelt mal alle eine Körperkraftprobe. Habt ihr morgen dann eigentlich noch die gleichen Fähigkeiten oder seid ihr gelevelt? Musstest du das schon vorbereiten für morgen oder macht ihr das? Habt ihr denn noch dieselben Gegenstände? Also es ist, Entschuldigung, ich habe noch was anderes gelesen. Also wir haben uns null jetzt irgendwie diesbezüglich vorbereitet. Ich weiß nicht, ob wir dieselben Charakterbögen haben, ob wir da noch irgendwas in der Pre-Show gemeinsam ausarbeiten. Weiß ich nicht. Ich nehme an, das Abenteuer wird zeitlich auch dann einen Abstand haben zu Walpurgisnacht. Also glaube ich nicht, dass wir da jetzt auch noch dieselben Gegenstände haben. Vielleicht so ikonischere Sachen. Simons Monokel oder ich habe ja auch zum Beispiel diesen Gehstock, wo so ein Schwert drin steckt, so ein Degen. Solche Sachen werden wir sicherlich irgendwie noch haben, aber ansonsten ist es, müssen wir da jetzt kein großartiges Vorwissen mitbringen. Kurz Frage, steckt der Schlüssel im Schlüsselloch von der anderen Seite? willst du du durchgucken? Ja, gute Idee. Der Schlüsselloch, okay, ja, dann du guckst durch. Ja, der Schlüssel steckt. Aber du hörst auch was. Oh, okay. Du hörst, dass drin jemand schreit. Klopfen könnte. Du hörst hier drin jemand schreiben. Das machen wir nie. Du hörst das Geräusch von einer Feder auf Papier. Leise, aber als du nah ans Schlüsselloch kommst. Und jetzt guckst du und der Schlüssel steckt, aber er ist auch halb gedreht. Also ist halt abgeschlossen. Okay, kann ich den. Nee. Was? Nee. Weil er halb gedreht ist. Ich weiß auch gar nicht, was ich will. Du willst ihn rausstoßen auf der anderen Seite runter. Ja, ich ihn erst, aber okay. Achso, ob du ihn erst ein bisschen drehen und dann passt ein Werkzeug. Aber er hört das, er hört da drinnen jemanden. Er hört jemanden schreiben da drin. Monsieur, vielleicht sollten wir doch erstmal klopfen. Du weißt nicht, dass er jemanden schreiben hört. So, ich dachte, er hat es gesagt. Wir könnten natürlich jetzt versuchen, die Person dazu zu bringen, uns wahrzunehmen. Ich möchte aber an dieser Stelle darauf hinweisen, dass unser guter Freund Winston sich illegalerweise ins Kellergewölbe geschlichen hat und wir würden ihn eventuell gefährden, sollten wir uns jetzt zu erkennen geben. Naja, um ehrlich zu sein, stehe ich direkt neben Ihnen, denn ich hatte gesagt, ich hatte Sie eigentlich nur informiert, dass ich den Zugang zum Keller gefunden habe und eigentlich zu dieser Tür gehe, wo Sie alle hier auch stehen. Ein paar Meister des Schleichens. Nee, das ist ein Meister des Versteckens. Auf einmal ist er da. Nee, der ist aber jetzt... Das ist er ist nicht runter. Er hat an der Tür gewartet. Du bist runtergegangen, wir sind... Nee, er hat wirklich gewartet. Ja, okay, aber du bist auf der Tür und wir sind bei der Tür. Aber er ist schon so nah, er hört euch. Nun, er sieht euch und hört euch. Folgender Vorschlag. zwei Leute von uns bleiben hier, falls die Person diesen Raum verlässt. Die anderen beiden erkunden das Kellergewölbe. Was spricht denn dagegen, zu klopfen und zu... Ich habe mir auch noch nicht überlegt, in welche Richtung ich den Charakter weiter leveln würde, wenn wir Levelpunkte bekommen oder so. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also das merke ich jetzt auch wieder bei diesem Abenteuer, dass er natürlich so, also dieser Charakter, dieses sehr Soziale, wie Hauke ihn genannt hat, das stimmt ja schon, also dieses Belabern und über Manipulieren oder Schmeicheln oder Lügen kommen oder so, das ist ja schon so sein Ding. Und daher würde ich den Charakter auch jetzt nicht in eine großartig andere Richtung entwickeln. Das ergibt ja keinen Sinn, auf einmal Kung-Fu-Meister zu sein und alles mit Kung-Fu lösen zu wollen oder so. Also das wird schon dann, der soll schon bleiben, wie er ist.
Doch, bitte, wir sind hier im Rathaus. Naja, falls uns jemand herausschmeißen möchte. Wir dürfen hier ja gar nicht sein. Vergessen Sie nicht unser kleines Manöver mit der Polizei eben. Sie haben mich überzeugt und das erschreckt mich. Mich auch, um ehrlich zu sein. Okay, gut, dann mach einmal ein bisschen Tempo hier. Also ich würde vorschlagen, ich bleibe hier an der Tür. Winston, was wollen Sie tun? Ich gehe runter zum Keller. Wer möchte ihn begleiten? Ich würde gerne mit, das klingt spannend. Nun, ich werde ihn auf gar keinen Fall alleine gehen. Wir beide wohl alleine hier an der Tür. Ich gehe in den Keller, habe ich gerade gesagt. Sie gehen in den Keller? Sie schaffen das schon. Sie können weiter dem Schreiber lauschen, ne? Rufen Sie laut nach Hilfe. Um euch mal ein bisschen zu helfen. Was ist der Unterschied zwischen man steht an der Kellertür und wartet und man steht vor der Tür 1:1 und wartet? Ich wollte nur den Moment nicht verpassen, dass der ist, also falls der da rauskommt. Ah, weggeht, okay. Oder so. Aber also dann habe ich den Raum vielleicht auch. Der Raum ist so wie dieser Raum, ne? Also da ist die eine Tür, da ist die andere Tür. Also wir reden hier von 1,5 bis 2 Meter Abstand zwischen diesen Türen. Okay. Das ist jetzt nicht, du bist nicht um 6 Ecken. Darum, als er ist völlig egal, an welcher Tür er steht. Er stand quasi neben euch. Gut, dann können wir auch alle zusammen. Genau. Also der Vorraum über ihn wäre nicht alles da. Klar. Nee, dann genau. Ich habe unter von Rathaus andere. Ja, ja, aber wir sind in einem kleinen Dorf. Also deswegen habe ich gerade erst gemerkt, dass eure Vorstellung ganz anders war. Dann dieser Raum war relativ groß, der war also dieser Saal, aber der eigentliche Vorraum ist nicht so riesig gewesen. Okay. Also dann gehe ich einfach mit. Okay. Ja, okay, also wollt ihr in den Keller gehen? Ja. Alle, richtig? Mhm. Okay, ihr öffnet die Tür und blickt steinerne Stufen hinab. Mit deinem Geld was anstellen. Vielleicht baut er eine Agentur für besondere Gegenstände und kauft magischen Krams an, dann lässt sich Hauke vielleicht Punkte tauschen gegen magische Spielzeuge, ja. Stimmt, also mein Reichtum habe ich bislang noch nicht so wirklich viel ausgespielt. Vorhin habe ich mal versucht, irgendwie mit ein bisschen Geld um mich zu werfen, aber da waren die ja schon weg. Aber das ist, glaube ich, auch ein Faktor, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr mit Kohle arbeiten könnte oder so. Aber jetzt so Sachen, irgendwas bauen, also das, ja, geil, aber ist natürlich auch wieder so ein Stück weit Powergaming, wo ich natürlich auch versuche, da nicht zu viel von zu machen, weil die Versuchung natürlich groß ist. Aber die Idee gefällt mir. In einen dunklen Keller zu führen scheinen. Die Treppen machen eine Biegung, um die man allerdings wegen der gemauerten Wände nicht herumsehen kann. Kerzenlicht flackert, flackert allerdings und wirft seinen Schein durch das Gewölbe. Was wollt ihr tun? Also ihr steht an der oberen Kante dieser Treppe, die führt so links um die Ecke. Winston, ich würde sagen, Sie gehen vor wie immer. Schleichen Sie! Ja, das ist eine ganz gute Idee, um die Angriffe zu steigern. Hinein in die Winsternis. Körperkraft 16. Kann ausgleichen. Ich habe ihn noch nie so schlecht schleichen gesehen. Mit Schwan fürchterlich. Er legt los und so richtig Anschwung. 18. Ach, Pudi. Nimm doch einfach mal einen anderen Würfel jetzt. Der bringt dir Unglück, ja. Sie werden zu alt. Der ist schon verloren. Okay. Da können ja Leichen besser schleichen. Okay, du gehst aber die Treppe hinunter. Du bist nicht so leise, wie du sein wolltest. Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber du bist jetzt nicht leichtfüßig, wie man das von dir eigentlich gewohnt ist. Oh, das ist echt klar, weil das ist ja eigentlich sein Main-Skill, ne? Dieses Verstecken und Schleichen und so. Eine Mücke. Wenn du allerdings knapp an die Biegung kommst, hörst du eine Männerstimme. Dieser Brief hat's besiegelt und ich werde nicht alles hier aufgeben, um deinen Hals zu retten. Was auch immer gewesen sein mag, es wird nie jemand erfahren und es endet hier. Daraufhin erwidert eine Frau, aber ich bin unschuldig, das weißt du. Wie kannst du nur, ich... Plötzlich scheinen die dich zu hören. Also man hört sich umdrehen und... Ich muss gehen. Ja, dann kommen Schritte auf dich zu. Also unten um die Ecke hörst du, dass Schritte näher kommen. Mhm. Das eine kann Mal. Ich mich verstecken? Kann ich mich ad hoc verstecken? In dem Gang eigentlich. Es ist da? Winston, bitte. Also, wenn einer dann. Okay, weil du nur Pech hattest. Verstecken, aber um 6 erschwert. Um 6 erschwert. Wenn du da den krassesten 10. Lichtkegel findest. Alter. Oh mein Gott. Was ist das? Geht 16. Gar nicht. Also wir erschweren 6 erschwert 10, das heißt 5. Ich habe noch, ja, ist gut. Ich habe genau. So hab 5 zum Ausgleichen. Sie müssen einfacher. 9 habe ich gerade noch geschafft. Und jetzt ein weniger. Komm hoch. Alter, das ist ja so okay. Lächerlich. Wie ein Gespenst
schleichst du dich und gehst mit dem Rücken an die Wand. Der Mann kommt die Treppe hoch und guckt dich sofort an. Oh Gott, ey. Das ist echt gemein. Hast du Menschenkenntnis? Ja. Würfel mal auf Menschenkenntnis. Müssen wir zu diesem Zeitpunkt wirklich den Pudi noch würfeln lassen? Die ja, Hogan schreibt auch, deswegen finde ich das mit den drei Würfeln auch so bescheuert. Egal wie gut du bist, du hast immer drei immer größer werdende Möglichkeiten zu verkacken. Ja, ich finde das auch ein bisschen schade, weil wenn du jetzt zweimal eine Eins würfelst, dann kannst du trotzdem noch mit dem dritten Wurf das verkacken. Und da finde ich so bei diesem Regelwerk das Verhältnis ein bisschen blöd, weil dann diese zwei anderen überragenden Würfe quasi obsolet gemacht werden durch einen verkackten Wurf. Ja. Aber so ist das nun mal, ne? Ja. Aber trotzdem, dieses einmal Würfeln finde ich, glaube ich, ein bisschen besser. Hier, da wollte er original, der wollte jetzt meinen Würfel nehmen und mit den mit seinen Pechhänden korrumpieren. Natürlich gebe ich ihm nicht meinen Würfel, ist doch klar. Da liegen 30 Würfel rum. Guck mal, wie viele Würfel da rumliegen, da oben. Guckt euch das mal an hier. 1, 2, 3, 4, 5. 6, allein in diesem Bildausschnitt sind 6 Würfel und er wollte sich original meinen Glückswürfel nehmen. Das muss ich mal reinziehen. Dein Würfel, ja, wenn er den jetzt anfasst, ist er hinüber. 10, geschafft. So, oh je, 8, oh je. Ich hab 10 zum Ausgleichen. Oh 19. Gott, ey. Schamabudi. Wie ist der, wie kann denn das sein? Oder warte mal. Nee, hab ich schon, hab ich vergeigt. Hast du irgendwas? Ah, nee, 10 hatte ich doch, hatte ich geschafft. Warte mal, 10, nee, hab ich nicht geschafft. Ah, okay. Ja, er starrt dich an, ist, wir können ihn ja mal zeigen. Ja, ist halt so, Jonathan Schuster, hagerer Mann, er trägt eine eckige Brille, die seine kurze Nase nicht besonders schmeckt. Seine kurzen Schuster. Haare sind leicht lockig und vorne zu einer Welle frisiert, wobei das auch an seiner, seiner Talgüberproduktion und zu viel Schlaf liegen könnte. Seine Kleidung ist abgenutzt, seine Schuhe allerdings von allererster Güteklasse und top gepflegt. Er schaut dich an, sagt erstmal nichts und Verzeihung, senkt den Kopf und geht auf euch drei zu. Ich kann sagen, rennt direkt in uns rein. Ja, ja. Genau, will halt an, ne, senkt den Kopf und versucht so durch euch durchzugehen. Ja, entschuldigen Sie mal, mein Herr, bleiben Sie doch mal kurz hier. Wir sind berufen worden, um diesen mysteriösen Hexenfall zu übernehmen. Hexenfall? Was haben Sie denn dazu zu sagen? Ich bin doch nur hier, um ihr mein Beileid zu bekunden. Wem? Der armen Tiathild. Wir haben Sie ja gerade reden hören, ne? Mhm. Du hast sie nicht reden hören. Nee, ich habe nur Geist, ich habe nicht mal ich meine, ich stehe direkt daneben. Du hast ihm rüber so. Ich stehe ja direkt daneben, also. Du hörst das, du kannst eingreifen. Ja. Ich auch, ja. Theoretisch, allerdings würde ich es jetzt verbieten. Oh. Sorry, das ist einfach Powerplaying. Das Sagen, du weißt es nicht, du bist nicht ich von selbst. Ich habe ihn ausreden lassen. Er ist normalerweise, was das Spiel angeht, deutlich smarter als ich. Okay, also den nächsten Fehler, ab jetzt bestrafe ich das knallhart. Dann darfst ab du jetzt, gut, aber dann, knallharte dann, Hauke. Dann siehst du mich aber auch, dann ärgern. Genau, ihr müsst... Ihr spielt und wer einen Fehler macht, du darfst es jetzt sagen. Also ich mache keine Fehler. ich möchte Sie kurz korrigieren. Wir sind mit Sicherheit nicht böse. Das habe ich nicht gesagt. Ich möchte Sie korrigieren. Wir sind mit Sicherheit nicht böse. Okay. Wir möchten Ihnen vielleicht helfen. Wir sind hier, um etwas aufzuklären. Und ich muss gestehen, ich habe Ihr Gespräch soeben zumindest in Fragmenten erlauschen können. Gelauscht? Ja. Um ganz ehrlich zu sein, ja. Warum nicht? Okay. Denn die Wahrheit ist unser Freund. Und vielleicht sollte auch die Wahl Ihr Freund sein. Und wenn wir Freunde sein wollen, mein Freund, dann brauchst du mit der Wahrheit. Wie möchtest du das machen? Also mit welchem sozialen Skill möchtest du ihn gerade manipulieren? Botanik. Mit beeinflussen willst du manipulieren. Okay, versuch das mal. Einschüchtern hätte jetzt sogar noch Ärger, es klang wie einschüchtern, aber du kannst auch manipulieren. Ja, dann versuch mal manipulieren. Ach oh Gott, das wird schon wieder nichts. Ich, oh Gott. 8 muss ich treffen, 15. Ach, Buddylicious. Okay. Sag mal, wie viele Würfel ist es jetzt eigentlich, den er ausprobiert? Ich muss los. Und fängt an, sich so Sekunde, durch Jonathan. Hilfe! Sekunde. Hilfe! Er wird lauter. Halt ihn jemand fest?
Oh nein, der stirbt. Okay. Oh nein, der stirbt. Der auch nicht. Der ist einfach nur ein armer Mann, der möchte nur durch euch durchgehen. Ja, wir blockieren uns. Einfach, ja. Wir töten ja nicht, sondern wir stellen einfach, wir blockieren den Gang. Wie oft ich das schon gehört habe. Wir wollen ihn nicht töten, wir wollen okay, einfach mit ihm also reden. Ihr lasst ihn nicht durch, richtig? Ja. Okay, er ist sichtlich irritiert, er hat Angst, also er gerät in Panik. Gut. Bitte lassen Sie mich durch! Sofort, in einer Sekunde. Du Hilfe! Hilfe! Karateschlag! Auf einmal springt die Tür auf, der Wachtmeister steht drin mit der Schrotflinte im Anschlag. Oh. Alle in die Zelle! Hilfe! Sofort auf den Boden! Hilfe! Hilfe! Er schießt in die Decke! Hilfe. Und zielt auf euch! Herr Wachtmeister, so ein Glück, alle, dass Sie da sind! Er hat euch drei sofort auf den Boden! Ich bin ein alter Mann! Bitte Sie! Herr Wachtmeister, so ein auf den Boden! Lege mich auf den Boden! So ein Glück, dass Sie da sind! Halt die Schnauze und tritt dir ins Gesicht! Was, alter Schwede? Was? Warum? Ich versuche mich in die Knie, aber ich kann nicht, weil ich zu. Und deswegen lasse ich mich einfach fallen. 9 Schaden. Okay, ja. 9. Einfach. So. Was machst du? Ich habe mich auf den Boden gelegt. Okay. Gut. Warum eskaliert das so krass? Alter Schwede. Ich glaube, Hauke war pisst. Weil er gerade noch gesagt hatte, er bestraft Fehler. Alter Schwede. Das, ja, ich glaube auch, das wollte er jetzt wirklich einmal machen. Das. Aber ich halte dabei noch Jonathan fest. Er nimmt sich die Zeit. Wie, du hältst, der ist schon an dir doch vorbei. Hey, der hat doch Hilfe geschrien. Ja, aber der war doch bei den dreien oben. Du hast nicht gesagt, ich gehe die Treppe mit hoch. Aber der wird jetzt nicht erschossen? Der hat Hilfe gebrüllt. Hey, der wohnt hier. Ich habe Hilfe geschrien. Der kennt den Dick nicht. Und der hat euch gesagt, geht nicht ins Rathaus. Und dann hört er Hilfe schreien, kommt ins Rathaus und findet euch im Rathaus. Warum hört er denn überhaupt Hilfe schreien? Und jetzt nehmt ihr euch fest und verfickt nochmal, sperrt euch in die Zelle. Okay. Und damit ist dieses Abenteuer zu Ende. Für heute ist es zu Ende. Nee, was? Ja, geht nächstes Mal weiter. Also Schnauze voll, für heute zu Ende. Damit endet der heutige Abend. Das ist ein sehr guter Moment. Wir sehen nächstes Mal, wie es weitergeht, wie ihr euch aus dieser Bredouille wieder raus. Ich kenne die Herren gar nicht. Zur Abwechslung sind wir mal irgendwo gefangen. Ich suche nur meinen Monokel. Ja, was also ist los? Ohne Scherz, er hat euch festgenommen, er fesselt euch, nachdem ihr euch auf den Boden gelegt habt. Wie es weitergeht, das erfahren wir nächsten Sonntag, wenn die Fortsetzung dieses traumhaften Abenteuers folgt. Nächsten Sonntag machen wir dann nämlich auch das Was wäre wenn? Das gibt mir Freitag, Entschuldigung. Ja, ich war mit dem Funk bei dem Paper verwehrt. Nächsten Freitag geht's weiter, Entschuldigung. Und da machen wir auch ein Was wäre wenn, indem ich nämlich aufkläre, was es alles für Varianten gibt, wie die anderen Optionen, denn wir hatten ja schon 2 Umfragen in diesem Abenteuer. hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war überrascht, ich dachte, gut, Bullet dodged, aber man kann sich auf euch verlassen. Wie eine Frechheit, dass der Typ einmal schreit und dann hört ich der Typ, der gerade im Wald ist, weil er den eh mal geschrien. 4-mal, bevor er. Ich habe Karate geschrien, lange vor. Ich wollte ihn längst Karate ausnocken. Ja, aber Karate. Was sagst du denn, indem man Karate schreit? Karate! Ich hab nichts irgendwas getan. Aber im Ernst, alles ist, ne, ist ein normaler Spielverlauf. Ich hab Karate geschrieben. Also, ihr seid, wie gesagt, festgenommen worden. Wir sehen beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne Abenteuer. Vielen Dank an Regie. Vielen Dank an euch wie am Tisch. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Menge Content machen. Aber umso besser. Je mehr wir erleben, desto mehr Spaß. Wir sehen uns also nächsten Freitag wieder. Danke für euch, eure Zeit. Danke für euch alle auf Social Media. Ich lese gleich noch fleißig das Feedback. Danke für die Zeichnungen und alles. Oh ja, ja, ja. Sehr gerne. Sehr schön dabei auch. Danke an Social Media, das war sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe in den Pausen immer reingeguckt. Sehr, sehr cool. Also, ging schnell vorbei. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Oh, das ist das Schwein. Ja. Das war Moreton Manor. Walpurgisnacht. Moreton. Warte. So, können wir pausieren. Ja, ey. Das war lustig. Tatsächlich. Ich hatte das alles nicht mehr auf dem im Hinterkopf. Und morgen Abend geht's weiter. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben natürlich noch den zweiten Teil. Walpurgisnacht Teil 2.
Und ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken, das vielleicht heute Abend zu machen. Ich muss mal gleich gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme, weil wir müssen natürlich in den zweiten Teil eigentlich noch gucken, bevor wir dann morgen den neuen Teil Soirée Bizarre, das ist aber auch ein schwieriges Wort, zusammen angehen können. Also für den Moment erstmal herzlichen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von Teil 1 Walpurgisnacht so haltet. Wo ordnet sich das ein in eurer persönlichen Tierliste der Morton Manor oder allgemein Pen and Paper Abenteuer auf Rocket Beans? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich lese mir das sehr, sehr gerne durch. Und dann sehen wir uns bei Teil 2 beziehungsweise dann eben im neuen Morton Manor. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, Leute. Tschüss und auf Wiedersehen.